glaube, wir dürfen jetzt anfangen, ne? Oder? Schön, dass ihr alle da seid zu dem Slot erfolgreiche Kommunalpolitik. Vielleicht stellst du dich kurz vor? Ja, Michael Gugert, bin Ratsherr für die Piraten in Bielefeld. Wie man schon sieht, wir sind dort in der Koalition, das heißt an der Macht, was auch eine dunkle Seite haben kann. Dazu kommen wir später. In irgendeiner Form hat aber eine Menge Vorteile. Wir werden jetzt gleich erstmal zum Ablauf erstmal so ein bisschen berichten, wie der Status quo ist. Wie ist es bei uns in Bielefeld dazu gekommen? Was haben wir für Möglichkeiten? Du wirst auch dein Ding. Ich bin die, die mich nicht kennen, Thomas Hegenbart, Ratsherr aus Köln. Und genauso werden, wir haben gerade ein bisschen besprochen, dass wir erstmal hintereinander ein bisschen präsentieren, wie läuft es ab erstmal in Bielefeld, aus der Sicht eben jemand, der auf der dunklen Seite der Macht steht und auf der anderen Seite jemand, der mit wechselnden Mehrheiten aber auch Dinge umsetzen kann. Das wird ein bisschen mein Schwerpunkt gleich sein, aber der Michael fängt an und danach haben wir gedacht, machen wir natürlich selbstverständlich, und das wird der größte Teil sein, eine Diskussionsrunde mit euch und auch um die Unterschiede ein bisschen rauszuheben, die vielleicht bei uns sind oder die vielleicht auch bei euch sind. Um mal anzusetzen, was kann man da anders machen oder eben nicht unter Umständen. Es gibt ja auch Dinge, die so fest sind, dass wir da nicht viel dran ändern können. Michael fängt an. Ich fange an, genau. Würde ich auch sagen, ich trage das relativ stringent vor. Wenn ihr Detailfragen zu dem habt, was ich hier jetzt konkret sage, stellt die gerne. Aber ansonsten Diskussion hinterher, da könnt ihr alle Fragen stellen, wenn ihr in irgendeiner Form was habt. Ja, die dunkle Seite der Macht. Wir sind in der Paprika-Koalition. Ich möchte mal kurz berichten, wie es überhaupt dazu kam, dass wir Piraten in einer Regierungskoalition sind. Auf Kommunalebene, wisst ihr alle, spricht man natürlich nicht von Regierungen, sondern nur von gestalterischen Mehrheiten schlussendlich. Aber ich denke, das ist vielleicht auch so ganz interessant mal zu erfahren. Begonnen hat das Ganze natürlich mit dem Wahlprogramm. Haben wir ein sehr üppiges gehabt. Ich glaube, 107 Punkte haben wir insgesamt in diesem Wahlprogramm gehabt. Wird dann auch noch wichtig, als es dann zu den Koalitionsvereinbarungen ging, weil wir wussten ziemlich genau, was wir wollten. Das war das Entscheidende. Wir haben das Ganze runtergebrochen auf 42 gute Gründe, haben das Ganze auch plakatiert und. Das war das Entscheidende. Wir hatten dann die Wahl und ein Wahlergebnis, was man hier sieht. Wir haben einen Sitz bekommen. Ein schlauer Mensch hat ausgerechnet, dass uns wohl 104 Stimmen für den zweiten Sitz fehlten, was uns direkt zu einer Gruppe gemacht hätte, was wir so aber nicht waren. So waren wir tatsächlich nur Einzelvertreter. Hier sieht man es nochmal, die Stimmenanzahl, 2775 Stimmen haben wir bekommen, 2,15%. Interessant ist hier vielleicht noch die Bürgernähe mit 1190 Stimmen, 0,92, haben auch einen Sitz bekommen. Und darüber haben wir halt nachgedacht, dass wir eine Ratsgruppe mit dieser Wählergemeinschaft Bürgernähe bilden. Natürlich war es auch in Bielefeld so, dass wir erstmal nicht anerkannt worden sind. Das heißt, wir mussten erst einmal klagen. Das hat dann tatsächlich ein bisschen gedauert. Wir haben uns im September zur Ratsgruppe zusammengetan. Anerkannt wurden wir dann Anfang Januar. Bei uns hat uns auch der Meinhard Starostik vertreten. Ich denke, das ist bei nahezu allen der Fall, wo das ein Problem irgendwie war. Die Wählergemeinschaft Bürgernähe ist tatsächlich, das noch ganz kurz zur Erklärung, seit, ich glaube, mittlerweile 12 Jahren im Rat vertreten, hatten tatsächlich selber auch mal eine Gruppe, haben jetzt auch massiv verloren, sicherlich auch an uns als Alternative in dem Sinne für bürgernahe Politik. Wir haben halt durchaus auch sehr jüngere Menschen irgendwo gewonnen. Wir haben aber vorher schon sehr viel Kontakt mit denen gehabt, das konnten wir auch nachweisen. Sowieso unglaublich viele Kongruenzen, also unsere Wahlprogramme waren zu, ich glaube, 98% kongruent. Das, was nicht übereinstimmte, war schlussendlich Sachen, mit denen wir uns nicht beschäftigt haben. Die Bürgernähe hat halt eine große Erfahrung, das ist das Interessante, gerade auch in sehr kleinteiligen kommunalpolitischen Themen. Sachen, die wir nicht unbedingt hatten. Also wenn es um irgendwelche Wald- und Flurstücke ging oder sowas, muss ich ganz ehrlich zugeben, ist bei uns nicht wirklich die Kompetenz da gewesen. Wir gewinnen sie gerade und alleine deswegen passt das ziemlich gut. Es ging jetzt um die Mehrheitsbildung. 25.05. im letzten Jahr war die Wahl. Dann haben sich SPD und Grüne relativ schnell zusammengefunden. Es gab in der Ratswahlperiode davor eine Ampelkoalition, SPD, Grüne und FDP. Die FDP hat sich personell komplett umgewechselt, also ist komplett umgetauscht. Und deswegen kam die FDP da in dem Kontext fast gar nicht mehr irgendwie in Frage, in eine Koalition zu kommen. SPD und Grüne waren sich aber wieder relativ schnell einig. Deswegen haben sich SPD, Grüne und Linke auch sehr schnell zusammengesetzt. Es wird hier gestreamt, ich bin mal vorsichtig, aber die Linke ist in Bielefeld auch eher etwas schwierig. Nur in Bielefeld? Ja.
es ist so, also sie sind tatsächlich relativ schwierig. Wir konnten, oder vielmehr, die kamen dann auch nicht überein. Das haperte dann an dem einen oder anderen Punkt, Gewerbesteuern und dies und jenes. So dass das dann auch geplatzt ist, diese Koalitionsgespräche. Daraufhin hat sich dann die SPD mit der CDU zusammengesetzt, sprich große Koalition. Gerade bei den SPD-Granden, das kann ich sagen, ohne hier irgendwelche Geheimnisse zu verraten, gerade bei den SPD-Granden, die sehr lange und sehr, sehr intensiv in der Kommunalpolitik tätig sind, ist das eigentlich das favorisierte Modell gewesen, die große Koalition, weil dann kann man die großen Sachen voranbringen in Sachen Finanzen und dies und jenes. Auch der Oberbürgermeister hat ganz klar die große Koalition, das hat er wortwörtlich auch der Presse gesagt, so befürwortet und präferiert. Das ging aber auch irgendwo nicht. Was zu großen Teilen tatsächlich an der Bielefelder CDU lag, so werte und interpretiere ich das jetzt mal, das kann keine Wahrheit sein, aber das behaupte ich jetzt einfach mal so, denn auch die CDU ist in Bielefeld eher etwas schwierig. Der Herr Nettelstroh dürfte vielleicht bekannt sein, ein sehr engagierter Mann, so nenne ich das Ganze mal, und deswegen kam es. Okay, nehmen wir mal so hin. Da es also keine Koalition gab, gab es die grandiose Idee, dass es doch sogenannte Plattformgespräche geben könnte. Auf gut Deutsch, das, was ich auch befürwortet hätte, was wir auch wollten, denn wir haben vorher ganz klar gesagt, wir gehen nicht in eine Koalition. Schlussendlich das erste Wahlversprechen, was wir gebrochen haben, muss man auch so sagen. Aber da gab es eine Plattform, das heißt, es saßen wirklich alle Parteien an einem Tisch. Wir haben darüber diskutiert, wie kriegen wir das hin. Wichtig bei uns, wie in jeder anderen Kommune, natürlich auch der Haushalt, dass der verabschiedet werden kann. Das ging dann allerdings sehr schnell. Die FDP hat sich, ich will nichts Falsches sagen, ich glaube nach der ersten Sitzung direkt verabschiedet. Die hatten von Anfang an da irgendwie keine Lust zu. Dann hat sich die CDU verabschiedet. Diese sogenannten Plattformgespräche waren wirklich keine Gespräche. Es hat jeder nur seine Meinung irgendwie gesagt. Später war es denn so, da will ich gar nicht zu sehr ins Detail gehen, hat sich auch die BFB, das ist eine Bürgergemeinschaft für Bielefeld, also eine hiesige Wählergemeinschaft, die 6 Stimmen gewonnen hat, also sehr viele, aufgrund des Spitzenkandidaten seiner Zeit. Ja, und dann waren im Prinzip nur noch SPD, Grüne, Bürgernähe, wir Piraten und die Linke über. Das Ganze wurde dann Verantwortungsgemeinschaft genannt. Wir wollten es so nennen, aber dann hat sich die Linke 5 Minuten vor der nächsten Verantwortungsgemeinschaftsplattform-Sitzung dann auch verabschiedet, sodass wir die Letzten waren, die mit SPD und Grünen sitzen geblieben sind. Wir haben Sitzfleisch bewiesen und dann kam natürlich sehr schnell die Frage, oh, was machen wir denn jetzt? Weil da muss man auch wieder die Strömung insbesondere innerhalb der SPD angucken. Wie gesagt, große Kräfte innerhalb der SPD Richtung große Koalition, andere wiederum nicht. Da hängen auch wieder Personalfragen dann auch irgendwo dran. Wer kann sich da durchsetzen? Wir wurden direkt also gefragt, könnt ihr euch nicht doch eine Koalition vorstellen? Und dann haben wir darüber gesprochen. Das war am selben Abend, haben wir eine kurzfristige Ratsgruppensitzung einberufen, haben uns alle zusammengesetzt. Bei uns im Büro saßen dann halt die Fraktionsvorsitzenden und Parteivorsitzenden von SPD und den Grünen und auch der Oberbürgermeister, damit die uns auch erstmal kennenlernen und wir die kennenlernen. Gut, ich kannte die, aber unsere Ratsgruppe in toto natürlich nicht. Ja, und dann haben wir darüber abgestimmt und wir haben dafür gestimmt, dass wir in Koalitionsverhandlungen gehen. Es war auch relativ klar, dass wir das Ganze dann Koalition nennen wollen und nicht irgendwie euphemistisch herumschwurbeln. Wir sind in einer Koalition, wir wollten das. Daraus ist dann die sogenannte Paprika-Koalition entstanden. Und jetzt gehe ich ein bisschen, also das Ganze war erst jetzt im März diesen Jahres, im März 2015. Wie gesagt, ihr wisst selber, wie lange die Wahlen her sind. Wir haben einen Koalitionsvertrag vereinbart und den gehe ich jetzt mal ein bisschen mit euch durch, damit ihr mal wisst, was wir da reingebracht haben. Ihr werdet das gleich nicht unbedingt lesen können, das ist nicht so schlimm. Ich habe die Stellen, die wir originär reingebracht haben, gelb gemarkert. Dann seht ihr mal so rein mengenmäßig, was da konkret von uns drin ist. Möchte aber direkt ein bisschen sagen, das, was nicht angemarkert ist, haben wir trotzdem mit beeinflusst. Das heißt, grundsätzlich haben wir über jeden einzelnen Satz, der in diesem Papier drinsteht, haben wir uns abgesprochen und wir haben darüber beschlossen. Also kein Satz, der da drinsteht, den haben wir nicht, also wir haben jeden Satz unterschrieben. Und von der anderen Seite genauso. Das heißt, die Sachen, die von uns gelb gemarkert sind, sind auch mit den anderen besprochen. Ich will hier jetzt also nicht zu sehr die Hybris, juhu, wir haben das super Thema. Aber ich denke, man erkennt, was unser Einfluss ist. Und darauf kommt es mir da schlussendlich an. Hier sieht man nochmal die Unterschriften. Hier sind wir jetzt beim Thema. Das ist gerade immer nochmal eben schauen, Sekunde. Genau, das ist die Präambel. Wenn ich da mal so ein bisschen draus referieren darf, Präambel ist natürlich unglaublich viel Lyrik, Rainer Maria Rilke auf politischer Ebene.
Bielefeld hat sich 800 Jahre nach Gründung zu einer lebens- und liebenswerten Großstadt, Punkt, Punkt, Punkt. Ich erspare euch das. Ist halt eine Präambel. Was wir aber reingebracht haben, ist zum Beispiel, mit einer digitalen Agenda wollen wir dafür sorgen und so weiter und so fort. Von den Prinzipien Transparenz und Bürgerinnenbeteiligung, soziale Stadt für Familien und Zuwanderer haben wir mit reingebracht. Wir haben, dann ist so eine Aufzählung, Stadt der Bildung und Wissenschaft, Stadt der Wirtschaft, Industrie, des Mittelstandes und des Handwerks. Wir haben reingebracht Stadt der digitalen Agenda und Stadt der Bürgerbeteiligung. Das heißt, direkt, ich denke, optisch sehen wir uns auch schon, in der Präambel bereits unsere Duftmarken irgendwo gesetzt, was uns wichtig ist, weil das hätte sonst nicht drin gestanden. Kommen wir zum nächsten Punkt, das sind die Finanzen. Da seht ihr jetzt nicht so viel beschrieben. Ich fand es jetzt auch wahnsinnig schwierig, beim Thema Finanzen jetzt unsere originären Sachen rauszubringen. Unser Haushalt in Bielefeld, ja, es ist so, aber unser Haushalt in Bielefeld ist ähnlich wie sicherlich in den meisten Städten eine Katastrophe. Das ist in den Kommunen einfach so. Und da spielt Pragmatismus eine ganz, ganz große Rolle. Ich glaube auch nicht, dass man da sagen kann, das ist von der SPD, das ist von den Grünen. Gerade beim Thema Finanzen ist das nicht so. Wir haben, daran kann ich mich zumindest gut erinnern, den Satz reingebracht, wir werden konsequent die Konsolidierung der städtischen Finanzen verfolgen und gleichzeitig darauf achten, unsere Stadt nicht kaputt zu sparen. Das ist relativ wichtig, gerade in Unterscheidung auch zu FDP und CDU bei uns, weil die natürlich tatsächlich immer nur sagen, sparen, 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 300 Verwaltungsstellen einsparen und, und. Kann man wollen, weiß ich nicht, ob das alles so sinnvoll ist. Und ein für uns ganz wichtiger Punkt, wir haben den Satz reingebracht, öffentlich-private Partnerschaften, ÖPP, lehnen wir grundsätzlich ab. Ganz wichtig. Dann sind wir beim Thema Soziales. Da möchte ich nur auf die, genau, ganz wichtiger Punkt, Thema Leistungsverträge. Wenn wir das Thema Säkularismus und das Problem der kirchlichen Träger, wir haben in Bielefeld Bethel, was ja nun wirklich ein Riesending ist. Wir haben dann eine ganz rührige Gruppe bei uns, die sich da sehr stark engagiert hat, was wir auch im Programm denn drin haben, dass man doch guckt, dass da Chancengleichheit herrscht, dass da nicht Unverheiratete entlassen werden oder gar nicht erst eingestellt werden und sowas, ist natürlich teilweise rechtlich auch nicht wirklich abzubilden. Wir konnten jetzt aber tatsächlich durchsetzen, dass wir ein öffentliches Hearing unter Federführung des Oberbürgermeisters dazu abhalten werden. Das heißt, wir werden das Thema wenigstens in die Öffentlichkeit bringen. Das heißt Pragmatismus, ich denke wirklich ein richtig großer Erfolg, dass wir das geschafft haben. Dann Thema Sozialticket, dass wir pro Sozialticket stehen, das steht auch so im Koalitionsvertrag, ganz wichtiges Ding. Dann seht ihr hier rechts so eine große gelbe Passage, wie gesagt, tut mir leid, dass man das jetzt nicht so richtig lesen kann. Geflüchtete willkommen, das ist ein bisschen mein Spezialthema, ich bin ehrenamtlich sehr stark in der Geflüchteten-Thematik beschäftigt. Und das ist wirklich das Ding zusammen mit den Grünen. Auch da möchte ich nicht keine große Hybris machen. Wir wissen alles besser. Nein, wissen wir nicht. Zusammen mit den Grünen haben wir im Prinzip diese Passage komplett so reingebracht. Und ich denke, ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass wir das gemacht haben. Sind wir beim nächsten Thema Kinder, Jugend und Sport. Haben wir so Kleinigkeiten reingebracht. Kinder aus einkommensschwachen Familien soll auch weiterhin der Zugang zu sozialen, kulturellen und Freizeitangeboten ermöglicht werden. Haben wir reingebracht. Das gilt auch für die Nutzung des ÖPNV. Wird später nochmal ziemlich wichtig. Unterstützung von selbstorganisierter Kinder- und Jugendarbeit. Die Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen etwa in Jugendräten soll verbessert werden. Also alles, was hier ist, ist Teil unseres Wahlprogrammes. Ne? Also es geht hier um die konkrete Umsetzung dessen, was wir vorher versprochen haben. Und wir befinden uns gerade in einer interfraktionellen Arbeitsgruppe, sogar über die Koalition hinaus, einen Jugendstadtrat zu bilden. Denn das, was jetzt hier drin steht, muss ja auch umgesetzt werden, das auch mal zwischendurch gesagt. Nur weil es da steht, heißt es nicht, dass wir das tatsächlich verwirklichen. Da müssen wir richtig mit Power hinterher sein. Ähnlich ist es beim Thema Schulentwicklungsplanung, haben wir reingeschrieben, wir streben mehr integrierte Schulformen und mehr jahrgangsübergreifendes Lernen an. Die AG Schulentwicklungsplanung, SEP des Schulausschusses, soll öffentlich arbeiten, alles originäre Piratenthemen. Das nächste wäre Medienausstattung an Schulen. Wir haben uns das mal angeguckt. Der Medienentwicklungsplan ist von 2004, wird nur fortgeschrieben, haben wir als Thema hier auch reingebracht. Beim Thema Sport haben wir reingebracht, dass die kommunalen Sportanlagen auch für vereinsunabhängige Sportler geöffnet werden. Auch das unser Ding im Koalitionsvertrag verankert. Sind wir beim nächsten Thema Stadtentwicklung. Habe ich die linke Seite mal bewusst freigelassen, Thema ÖPNV. Das ist wirklich so ein Gesamtteil. Wichtig ist hier vielleicht die Nahmobilitätsförderung, auf die ich da so ein bisschen eingehen möchte. Wir haben, also bisher war im Bielefelder Haushalt im Prinzip nur 5.000 Euro für den Radverkehr vorgesehen. Je nachdem, wie man sehen will, können wir auch 50.000 nennen. Wir haben jetzt 100.000 Euro als Radverkehr.
für den Radverkehr tatsächlich im Koalitionsvertrag verankert, und zwar pro Jahr. Da können wir eine ganze Menge machen. Stehen auch Sachen drin wie Radschnellwege, was noch vor kurzem abgelehnt worden ist. Auch bei uns, nicht nur an der Ruhr-Radschnellweg soll ja gemacht werden. Auch bei uns war es im Gespräch, und in der letzten Ratswahlperiode hat der Stadtrat es abgelehnt, das irgendwie zu machen. Da haben wir jetzt Mehrheiten für. Das heißt, solche Sachen können wir da wirklich voranbringen. Einen wichtigen Punkt will ich gar nicht vergessen, das sieht man hier unten so ein bisschen. Beim Thema ÖPNV haben wir den Satz reingebracht: Für das gesamte Bielefelder Netz werden wir die Prüfung eines fahrscheinlosen, umlagefinanzierten ÖPNV auf den Weg bringen. Ich denke, das ist auch eine geile Geschichte. Prüfung, natürlich Prüfung, wir können nicht sagen, wir wollen das. Wisst ihr auch, so toll wir das alles finden, man muss tatsächlich prüfen, ist das für die Stadt das Geeignete und ist das überhaupt mehrheitsmäßig abzubilden, auch wenn wir glauben, dass das vernünftig ist. Thema Wohnen, soziale Durchmischung von Wohngebieten und Realisierung eines Modellprojekts sozialgerechte Bodennutzung nach Münchner Beispiel wollen wir prüfen. Das haben wir schon umgesetzt. Es gibt bereits mittlerweile entsprechende beschlossene Verwaltungsvorlagen dazu. Also hier schon ganz klare Erfolge, die wir da erzielt haben. Stadtbezirke halten wir ein bisschen hoch, dann sind wir beim Thema Wirtschaft. Unsere Programmposition war, dass wir die Gewerbesteuer sogar senken wollen, hinsichtlich dessen, dass wir um Bielefeld herum so ein paar Steueroasen haben, so kleine Städte. Bielefeld als Großstadt, 330.000 Einwohner, ist natürlich ein bisschen was anderes, was die Aufgaben angeht, als so eine Stadt wie Ferl zum Beispiel mit, ich weiß es gar nicht, 80.000 oder sowas. Die haben, oder noch weniger, oder 50.000, irgendwie sowas, die haben irgendwie einen Gewerbesteuerhebesatz von 345, und das ist natürlich überhaupt nicht abbildbar in einer Stadt von Bielefeld. Aber unser Kommunalwahlprogramm sagt dennoch, bitte Absenkung der Gewerbesteuer. Wir haben wenigstens geschafft, dass sie nicht erhöht wird und auf dem Durchschnitt von NRW der vergleichbar großen Städte bleibt. Das ist im Prinzip ein bisschen unser Verdienst. Dann ging es um das Thema Konversion, Umnutzung der bisher von britischen Streitkräften genutzten Flächen und Wohnungen. Auch das haben wir reingebracht, dass es dazu einen runden Tisch geben wird, und auch das ist mittlerweile beschlossen. Also auch eine ganz prima Geschichte. Thema Cradle to Cradle, auch das nicht ganz unwichtig, haben wir auch originär mit reingebracht. Ja, und hier seht ihr jetzt digitale Agenda. Seht ihr ganz viel Gelb, und das könnt ihr natürlich, ich will da gar nicht im Einzelnen drauf eingehen, könnt ihr euch mal durchlesen. Ich denke, da haben wir jetzt einen Arbeitskreis, der sich innerhalb der Koalition gebildet hat, der bereits jetzt an der Umsetzung arbeitet. Was für Anträge wir zu welchem Zeitpunkt, unter welchen Umständen reinbringen, das werden wir alles umsetzen, komplett mit Open Data, Open Government. Dazu zählt auch RatsTV und. Das werden wir alles in dieser Ratswahlperiode umsetzen. Wir haben ein festes Budget von 75.000 Euro pro Jahr dafür festgelegt. Da wird einiges möglich sein. Und das ist ein Ding, das hätte weder die CDU noch die FDP noch sonst wer reingebracht. Nicht, dass die SPD oder die Grünen dagegen gewesen wären. Das ist nicht der Fall. Aber sie hatten es gar nicht auf dem Schirm. Und das ist ein richtig toller Erfolg, wie ich denke. Thema Kultur, haben wir auch über Subkulturen gesprochen. Das haben wir da noch reingebracht. Auch eine Sache, die bisher bei den anderen so ein bisschen vergessen worden ist. Da können wir uns dann in Zukunft auch immer drauf berufen, wenn immer nur von den Theatern gesprochen wird und diesem und jenem. Wenn jetzt aber die kleinen Veranstalter kommen, wir können das tatsächlich mit unterstützen, mit Verweis auf den Koalitionsvertrag. Thema Umwelt, Natur, Klimaschutz habe ich jetzt bewusst auch nicht so viel angemarkert. Das ist tatsächlich mehr so ein Kernkompetenzthema unserer Partner in der Ratsgruppe, die Wählergemeinschaft Bürgernähe, die ganz ursprünglich so ein bisschen, ich will es nicht despektierlich, aber so ein bisschen Abspaltung von den Grünen auch sind. Die haben sehr viel grünen Background. Umweltthemen sind ihnen sehr wichtig, da haben die wirklich ein bisschen die Federführung gehabt. Man muss ja auch nicht alles machen. Haben bestimmte Sachen wie Stadtradeln aber auch reingebracht. Und für uns oder auch für mich persönlich durchaus wichtiges Thema Urban Gardening. Und auch da haben wir bereits einige Informationsinputs gemacht. Wir haben ganz viele Initiativen besucht, sind da vernetzt. Auch ein Thema, wo wir hoffentlich da auch nochmal kommen, die Vernetzung zu den ganzen Gruppen, die es alle so gibt, werden wir auch voranbringen. Thema Tierschutz haben wir reingebracht, keine Wildtiere in Zirkussen. Sobald das vorkommen wird, wenn das nächste Mal ein Zirkus mit Wildtieren in Bielefeld sein möchte, werden wir es schaffen, dass der hier nicht hinkommt, idealerweise, wenn das denn verwaltungsrechtlich möglich ist, was ja so einfach auch nicht ist. Thema Gleichstellungspolitik, sprechen wir das ganze Gender-Thema an, sprechen wir das Queer-Thema an und. Auch da haben wir sehr maßgeblich mitgearbeitet. Ich habe es bewusst nicht zu gelb gemacht, weil auch da die Grünen natürlich, sind auch ein originär grünes Thema tatsächlich, und auch bei der SPD. Aber auch wir haben da einen sehr, sehr kreativen Input aus unserem Wahlprogramm gebracht. Soweit der Koalitionsvertrag. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, können wir das gleich so ein bisschen genauer machen.
Wir haben, wie gesagt, eine ganze Menge Ergebnisse erzielt, reichlich Anfragen und Anträge dazu, die auch schon durchgekommen sind, habe ich gerade schon erwähnt. Pressemäßig, so als Erfolg auch mal, ich habe eine Anfrage zum Thema Glücksindex. Wir haben einen Wahlprogrammpunkt Liebe und Glück. Und ich habe eine Anfrage gestellt, wie teuer das denn wäre, wenn wir einen Glücksindex in Bielefeld erheben lassen. War ein Riesenpresse-Echo, also ohne Ende Pressemitteilung, Kommentare der Chefredakteure und. Piraten bringen das Glück in die Stadt Bielefeld und. Also es war echt sehr positiv. Könnt ihr euch echt mal überlegen, muss man natürlich argumentativ fit sein auf der einen Seite, es gleichzeitig ernst nehmen, gleichzeitig humorvoll nehmen. Also das muss man schon ein gewisses Händchen irgendwo auch für haben. Es muss zu einem passen. Einfach nur so das Thema Glücksindex reinbringen, bringt glaube ich nichts, aber schaut euch das Ganze mal an. Ich denke, das kann ganz interessant werden. Wir sind jetzt halt die Paprika-Koalition im Rathaus Bielefeld, haben die Macht und wir werden sie nutzen, denn die Schild interessiert uns jetzt nicht mehr. Wir haben eine ganze Menge Möglichkeiten, die umzusetzen. Ich bin da wahnsinnig gespannt drauf, was auch bei uns da noch kommen wird. Danke erstmal bis hierhin. Wir machen das gleich so, dass wir nachher eine Diskussionsrunde haben, wo wir das dann beide so im Prinzip im Ping-Pong-Verfahren ein bisschen uns abwechseln werden. Also ich würde jetzt gerne noch einen Vortrag halten und dann wechseln wir. Da musst du mir vielleicht kurz helfen. Was soll ich tun? Geht das? Machst du einfach so antippen. Wechseln. Okay, danke. Geht schon. So. Jetzt muss ich mal kurz zurück. So. Tja, wir sind leider noch nicht in Köln in der Verfassung, dass wir gleich über Koalitionen verhandeln können. Deswegen ist unser Ansatz natürlich, was ist überhaupt erstmal kommunale erfolgreiche Arbeit? Darüber würde ich ganz gerne mit euch mal an so ein paar Beispielen thematisch reden. Es gibt ja verschiedene Ansätze. Das ist das, was wir eben, vielleicht nur ganz kurz, ich komme nachher nochmal darauf zurück, die Voraussetzungen in Köln sind. Wir sind zwei Ratsmitglieder in Köln, Kölner Stadtrat, bilden eine Ratsgruppe. Die wird auch in Köln, ist ja abhängig von der Größe, finanziell recht gut ausgestückt. Wir kriegen ungefähr 50.000 Euro jedes Jahr, die wir für Personalkosten etc. verwenden dürfen. Damit kann man auch schon was anfangen. Und wir haben auch dieses Jahr ziemlich viel Vollgas gegeben. Ihr werdet es gleich sehen, auch nachvollziehbar in Zahlen. Aber was ist denn jetzt wirklich erfolgreich? Erfolgreich ist auch das, was bei dem Bürger ankommt. Dass er sieht, wofür er uns mit seinen 8.177, so viele Stimmen haben wir nämlich in Köln gekriegt, bekommt. Sind das solche Sachen, eine Diskussion, das war allerdings kurz vor der Wahl, aber es ist auch durch die Partei, das ist überhaupt ganz wichtig, dass wir nicht den selektiven Blick hier zu haben, nur auf Ratsgruppen, auf Einzelmitglieder oder Fraktionen, sondern dass wir auch die Partei vor Ort mitnehmen an der Stelle. Viel anders kann das gar nicht funktionieren. Dafür ist das hier zum Beispiel ein Beispiel. Das haben wir im Wahlkampf bzw. danach propagiert und der Express hat es aufgenommen, schlagzeilentechnisch. 20 Euro Soli für die KVB, im Prinzip ist es das Fahrscheinlos-Thema. Damit haben wir wirklich mal tagelang unser Thema okkupiert. Wir standen zwar nicht mal mit Piraten drüber, aber es ist immer wieder im Artikel, Piraten und auch Linke und sonst, wir finden das Thema gut. Damit macht man erfolgreiche kommunale Politik. Vielleicht noch ein paar konkrete Sachen, was wir das ganze Jahr über gemacht haben, weil wir haben wechselnde Mehrheiten im Rat. Und wir haben Vollgas gegeben, das war jedenfalls auch mein Ansatz, Gas geben. So viel wie möglich machen, das was möglich ist. Ganz aktuell, einer der ersten Anträge ist nach wie vor einer meiner Lieblingsanträge. Hier steht, ist zwar jetzt nur der kleine Artikel aus dem Stadtanzeiger, der Express hat es groß gemacht, Piraten wollen im Rathaus tanzen. Auch lustig, aber das ist unheimlich gut angekommen, weil die Idee ist eigentlich zufällig. Ich war im Herbst in München bei unserem Kollegen, dem Thomas Ramft, einige kennen den ja, der ist, bildet dort eine Mitglied einer Fraktion. Und dort habe ich nur zufällig gesehen, da sagte er mir, ja, die haben hier so Tanzveranstaltungen im Rathaus. Ja, wie Tanzveranstaltungen? Was hat das mit Politik zu tun? Und dann hat er mir erklärt, ja klar, die wollen die Jugendlichen reinholen. Die wollen über das Tanzen daneben dann auch ein bisschen die Politik den Jugendlichen näher bringen. Oder den jungen Erwachsenen. Und das fand ich eine ziemlich coole Idee und dachte, das können wir doch auch. Also wenn München das kann, hallo, wir Kölsche können sowieso feiern, das ist kein Problem. Und das können wir auch. Das ist einer der ersten Anträge in der ersten Ratssitzung, der ist auch einstimmig angenommen worden. Das fand ich also ziemlich cool und deswegen stand, also der erste von vielen. Also das war, da war ich auch sehr stolz drauf, weil ich eigentlich nicht damit gerechnet habe, dass das aber passiert. War im Herbst. War auch nicht der 1. April, also insoweit hat ich...
Aber was zum Beispiel auch wichtig ist, aktuelle Geschichte, das ist mir auch eine Sache, die sehr am Herzen liegt, das kann ich euch nur empfehlen, No-Spy-Klausel, auch auf der kommunalen Ebene. Damit werde ich mich am Montag im Unterausschuss Digitale Orga und Kommunikation beschäftigen. Sieht ganz gut aus, dass wir da was durchbekommen. Das wäre auch was Besonderes, dass das auf der kommunalen Ebene mal runtergebrochen wird. Ich will nicht zu sehr in die Details jetzt zu einzelnen Sachen gehen. Das habt ihr sicherlich alle mitbekommen, das Ding mit den Kiffen in Köln, ich sag's jetzt mal so. Aber das ist wirklich ein Verdienst auch unserer Bezirksvertreter. Wir sitzen ja auch in zwei Bezirksvertretungen, in Innenstadt und in Ehrenfeld. Und da hat der Tom Geffe, der nicht hier ist, wir haben das zwar vorher im AK schon so besprochen, wir müssen die Grünen überzeugen, aber dann ist er, da komme ich gleich auch drauf, persönlich zu den Grünen gegangen und hat den Bezirksbürgermeister überzeugt. Und da steigt natürlich die Presse drauf ein. Wenn wir Piraten sowas machen, ja, die sind sowieso schräg genug, dann schreibt man das als kleine Beilage. Aber wenn ein Bezirksbürgermeister kommt, den wir überzeugt haben, und hier im Artikel steht ja auch immer drin, gemeinsam mit den Piraten, dann nehme ich das gerne hin, dass wir nur an zweiter Stelle stehen. Aber wir werden dafür identifiziert in Köln und nicht nur da, sondern auch mittlerweile landes- und sogar bundesweit gibt es ja viele Aktionen. Also insoweit eine tolle Sache. Daneben, okay, da habe ich mich ein bisschen hinreißen lassen, fast eine Home-Story, aber steht nicht viel Privates drin, es ging damals bei der Sache, aber man muss das machen, da kommen wir auch gleich zu. Erfolgreich gehört auch Pressearbeit dazu, gehört auch eine klassische Vorgehensweise, die uns Piraten vielleicht gar nicht so eigen ist dazu. Deswegen habe ich mich mal dazu hinreißen lassen, da so ein bisschen was zu schreiben, über mich schreiben zu lassen, aber gut. Oder auch sowas, wieder auf die Partei zurückzukommen. Es ist extrem wichtig, dass Fraktion, Gruppe und Partei nicht auseinander sich dividieren zu lassen, sondern gemeinsam erkennbar sind. Deswegen, was wir, und das ist ein bisschen aus der Not heraus geboren, diese Casting-Geschichten der OB-Kandidaten. Wir haben keinen eigenen aufgestellt, aber was machen wir? Da haben wir gedacht, lass uns die doch einladen. Und ehrlich gesagt war das nur so eine spinnerte Idee auf dem Stammtisch, der dann aber geklappt hat, weil nämlich der Ott von der SPD und die Reker von CDU-Grüne gesagt haben, ja, wir kommen zu euch, warum denn nicht? Manchmal klappen Dinge, wo man eigentlich von vornherein sagt, das geht nicht. Man muss mit denen reden, man muss auch ein bisschen Vertrauen haben, man muss die vorher schon kennen. Dann kamen die auch. Dazu kam natürlich dann auch noch Dr. Made, den Marc Benecke, den kennen vielleicht auch viele von Die Partei. Der war auch bei uns, das war ganz lustig. Also wir haben über mehrere Wochen hinweg das Thema in Köln okkupiert. Jetzt geben die Großen natürlich Gas. Damit war auch zu erwarten, dass SPD, CDU und Grüne irgendwann jetzt im Sommer natürlich Wahlkampf damit machen. Aber auch das hier, das ist auch landesweit und auch bundesweit, ich glaube sogar die Frankfurter hat darüber berichtet, über unsere Aktion, Sparen mit Zeichentrick. Aber da ist auch eine Sache, das ist auch das, wie kann man Kommunales machen? 80% der Sachen gibt es schon irgendwo. Das ist ja nicht neu, das habe ich ja nicht erfunden. Das haben viele schon von gehört. Letztes Jahr dieser Amerikaner, junge Amerikaner, der das versucht hat, die amerikanische Regierung zu überzeugen, wie viel Geld man damit sparen kann. Das ist alles nicht neu. Man muss nur mal gucken, wo es ist. Und da komme ich gleich auch drauf zu, um euch Empfehlungen zu geben, wo ihr auch mal reinschaut, nämlich mal bei der Konkurrenz. Die lassen nämlich oft ihre Sachen einfach nur irgendwo liegen, in ihrem riesigen Apparat, den wir nehmen müssen. Aber kommen wir gleich zu. Und da ist das nämlich entstanden mit. Die Aachener Zeitung hat darüber berichtet, die Kölner sowieso. Inwieweit da wirklich so viel Ersparung drin ist, ganz kurz inhaltlich, wie wir annehmen, lassen wir mal dahingestellt. Das soll ja die Verwaltung jetzt prüfen und demnächst wird es Ergebnisse dazu geben. Ja, die Rahmenbedingungen. Das sind so die, auf die ich jetzt mal kurz ein bisschen eingehe. Die allgemeinen politischen Rahmenbedingungen nach der Wahl des Kölner Rates 2014, der Kreisverband und die Gruppe im Rat. Das sind drei wichtige Dinge, die dazu beitragen, wie erfolgreich kommunale Politik gemacht werden muss. Und alle diese drei Säulen, so nenne ich sie mal, die müssen funktionieren. Wenn nur eine von denen nicht funktioniert, und da gibt es viele Beispiele, auf die ich jetzt nicht eingehen will, ich will jetzt nicht bashen, ja, dann nicken schon ein paar, dann funktionieren die anderen beide auch nicht, dann ist man nicht erfolgreich. Dann ist man nicht vertrauenswürdig. Das ist überhaupt ein ganz wichtiges Wort, was ich oft sage. Oft viele ärgern sich darüber, dass ich das sehr oft sage. Ich habe auch schon darüber gestritten. Aber das ist extrem wichtig. Vertrauen innerhalb, vor allen Dingen aber auch außerhalb. Das baut man auf. Da braucht man ein bisschen Zeit für. Wir haben ein Jahr Zeit dafür gehabt. Ihr standet sehr schnell dafür. Wie ihr wisst, in dem Kölner Rat gibt es keine klaren Mehrheitsverhältnisse. Die haben sich zurzeit auch eher verschärft. Dadurch, dass der Ort rausgeflogen ist, durch diesen einmaligen Vorgang in Köln, dass man nachgezählt hat und dann auch noch festgestellt hat, es hat Unregelmäßigkeiten gegeben. Das hat es so noch nicht gegeben. Das ist also wirklich eine komplett einmalige Geschichte gewesen. Wie gesagt, wir hatten bis zu diesem Zeitpunkt wechselnde Mehrheiten. Die haben wir jetzt sowieso. Deswegen haben natürlich wir, das unterscheidet sicherlich uns von, auch von der Landesfraktion, aber auch von vielen anderen, die irgendwo sitzen, wir in der Position, dass uns mal die Konservativen denken, oh, vielleicht können wir die Piraten mal gebrauchen
oder auch Rot-Grün sagt, die können wir vielleicht auch mal gebrauchen, so dass man uns, sagen wir mal, relativ nett mit uns umgeht. Das ist sicherlich der Unterschied, der bei uns da ist, der vielleicht bei vielen anderen so nicht da ist. Aber das war mir schon eigentlich ganz klar. Auch uns war das klar schon zu Beginn und dachte, da geben wir Vollgas. Wir wollen das nicht auf die geschmeidige Tour machen, sondern wir wollen das Maximum für die 8.177 Stimmen, die wir bekommen haben, rausholen. Das ist eine Verpflichtung, die wir einfach haben. So ist unser Ansatz gewesen. Oh, da tüdelt's noch. Okay. Es sind viele politische Farbenspielen zurzeit denkbar und die sind auch im Rat abgelaufen, die ganze Zeit über. Es sind wenige politische Farben kompatibel. Rot-Schwarz funktioniert. Ich will da nicht groß drauf eingehen. Das hat auch sehr viel was mit den Kölner Eigenarten zu tun. Das ist nicht so wichtig. Rot-Schwarz, Jamaika-Ampel, alles das wäre rechnerisch möglich. Ist aber aus vielerlei Gründen, weil diese Blöcke, weil wir klare politische Blöcke in Köln haben. Das liegt eben daran, deswegen sind gewisse von diesen Dingen hier einfach nicht möglich. Was wir aber haben ist, wir haben ganz klar eine rot-grüne Ausschussmehrheit in allen Ausschüssen. Das ist festgelegt worden, das wisst ihr. Am Anfang werden die Ausschussgrößen definiert und dadurch ergeben sich auch die Mehrheiten etc. sind im Vorfeld schon ausgekaspert, ist klar. Aber das ist der Unterschied. Rot-grün hat in jedem Ausschuss eine klare Mehrheit, im Rat nicht. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, die einfach da ist. Daneben gibt es natürlich auch noch die aktuelle Oberbürgermeisterwahl, die noch dazukommt. Ist sowieso, verschärft das Thema sowieso. Wir haben eine schwarz-grün-gelbe Kandidatin gegen einen roten Kandidaten, die Erfolg, und natürlich vielleicht noch den Dr. Marc Benecke, aber der ist sicherlich nur ein Außenseiter. Aber das verschärft das Ganze noch, weil hier die vorher ausgesprochene Koalition zwischen Rot-Grün auf unterschiedlichen Lagern befindet. Also noch zusätzlich gibt es da eine Verschärfung, die in Köln eine Rolle spielt, wo wir auch eine Rolle spielen. Nur ganz kurz, weil sonst... Ja, ja. Wo würdet ihr euch da sehen? Bei welcher von den beiden? Komme ich gleich noch drauf, genau. Vielleicht zum Schluss noch. So viel darf ich auch nicht sagen, weil es wird live gestreamt und wir befinden uns... Ja, Politik 1.0 ein bisschen, ich weiß. Aber... ja, aber es... weil wir gerade in sensiblen Verhandlungen sind, dessen möchte ich mal nicht so viel verraten. Aber ihr werdet mit Sicherheit in den nächsten ein, zwei Wochen deutlich mehr erfahren. So, da bin ich sogar ziemlich... Genau, muss ich ja jetzt nicht hier machen, wäre albern. Ne? So, also das sind die allgemeinen politischen Rahmenbedingungen. Die sind, wo wir uns einordnen, ist klar, aber wir unterscheiden uns jetzt nicht von der politischen Farbe so sehr, wie ihr euch da vor Ort definiert. Da würde ich jetzt, das ist eine grundsätzliche Diskussion, die ich jetzt gar nicht so sehr führen würde. Wichtig ist an der Stelle aber auch der Kreisverband, wie der funktioniert. Was eher negativ ist, nicht nur bei uns, glaube ich, ist die überschaubare Anzahl Aktiven. Ich vermute, oder gibt es welche, die auf einmal einen riesen Run haben an Aktiven mehr, würde ich ganz toll finden. Also das sind so die Rahmenbedingungen, mit denen man einfach arbeiten muss. Da muss man auch ganz klar für sich definieren, schwierig, aber es ist so und es bleibt wahrscheinlich auch eine Weile so. Es gibt aber auch innerhalb bei uns, und bei uns war das mal anders. Wir sind in Köln wirklich mittlerweile mit Stahl gebürstet, wie man so schön sagt. Aber das hat auch was Positives an sich, nämlich es gibt mittlerweile keine grundsätzlichen, unüberbrückbaren inhaltlichen Differenzen mehr. Wir sind nach wie vor der größte Kreisverband und deswegen gab es da auch zu der Zeit auch starke Pole, auch ziemlich exponierte Persönlichkeiten, so formuliere ich das mal ganz vorsichtig. Das ist vorbei. Auch die personellen Querelen, die ganz normal sind, dass man innerhalb einer dynamischen Form, wie wir nun mal sind, das ist reduziert auf ein übliches Minimum und wir haben eine konstruktive Streitkultur. Das ist auch wichtig, dass man irgendwann wirklich auch zu einem Ergebnis kommt und nicht sich extrem streitet. Das ist wichtig, auch für die Gruppen und die Ratsarbeit, dass man einen KV neben sich hat, der agieren kann, mit dem man auch sprechen kann und der nicht ein Eigenleben führt. Extrem wichtig. Auch gibt es kein Kompetenzgerangel zwischen Ratsgruppen und KV, Vorstand. Es ist ganz klar definiert, wer die kommunalen Aussagen weitestgehend trägt und was der KV macht. Das muss definiert sein. Das kann man sehr unterschiedlich, sehr individuell machen, gebe ich euch mit Sicherheit nichts vor. Das ist bei uns aber schon sehr stark thematisiert worden in der Vergangenheit. Und daneben die Gruppe im Rat, da ist der Vertrauensaufbau. Und da kommen wir zu der Sache, was haben wir denn das ganze Jahr über gemacht, damit wir eben diese vielen Anträge durchbekommen haben. Da ist nämlich die Diskussion nicht nur innerhalb wichtig, auch noch außerhalb. Wie baut man denn Vertrauen auf mit den anderen, selbst mit Sozialdemokraten und CDU, wie macht man das denn? Und jetzt sage ich mal ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben zumindest am Anfang werden Gremien und gibt es Abstimmungen zu Gremienbesetzungen.
ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu viel, auch wenn ich das öffentlich mache, aber es gibt Dinge, und da könnt ihr mich zwar jetzt aufhängen für, aber ich gebe meine Stimme eher einer CDU, als dass ich einer AfD irgendwo dadurch, indem ich vielleicht für mich selber stimme, es eine verlorene Stimme gegeben hat, einer AfD dann in ein Gremium kommt. Das haben wir gemacht und da stehe ich auch für gerade und ich habe auch die Zustimmung dafür bekommen, dass das so okay ist. Das sind öffentliche Abstimmungen, selbstverständlich. Aber so baut man auch Vertrauen auf, dass man sagt, wie sollen die Gremien am idealsten aussehen? Und ich bin dann eher dafür, dass eben Sozialdemokraten oder CDU, wenn es eh nicht an uns liegt, reinkommen, als dass ein AfD-Mitglied oder ein Pro-Kölner drin sitzt. Das ist wichtig, Vertrauensaufbau, dass die wissen, dass wir berechenbar sind. Wenn ich mit den Piraten spreche aus Sicht eines Sozialdemokraten, dann weiß ich, dann machen die das auch oder machen es eben nicht. Man muss es ja nicht tun, das ist auch wichtig. Aber das ist wichtig, das hat am Anfang stattgefunden, man muss sich auch kennenlernen, so eine ganze Zeit lang. Wir waren eben nicht in der glücklichen Position, sondern wir waren in der Position, wir sind eine kleine Oppositionspartei, die was durchbringen kann. Das ist das Ding am Anfang gewesen. Berechenbarkeit, wie gesagt, hat nicht was mit Anbiederung zu tun, sondern Berechenbarkeit hat was damit zu tun, dass man mit den Leuten, die da sitzen, dass man weiß, wie man mit denen spricht. Das dauert ein bisschen, das dauert Monate, unter Umständen vielleicht sogar Jahre, bis die anderen wissen, wie tickt der denn. Das ist Politik 1.0, ich weiß. Aber es gehört einfach dazu, mit dem klassischen persönlichen Umgang zu arbeiten. Das ist extrem wichtig. Deswegen steht da auch keine Krawallopposition. Das macht überhaupt keinen Sinn. Jedenfalls aus meiner Sicht. Das kann man auch anders sehen, wenn man dann gleich zu Beginn da steht und will den Fahrscheinlosen morgen umsetzen und womöglich dann ständig Anträge entsprechend in diese Richtung stellt. So klappt es nicht. So wird es nicht funktionieren. Im Gegenteil, man macht sich unglaubwürdig und das nicht nur innerhalb deiner Ratsarbeit, sondern auch nach außen. Man hat Prinzipien, für die steht man, aber es sind dicke Bretter, an denen wir hier alle bohren und die meisten wissen das auch, die in den Räten sitzen. Sachthematik im Vordergrund, ganz wichtig, brauche ich euch nicht zu überzeugen, bei uns geht es um die Inhalte, um die Themen, weniger um. Und das ist auch ein Erfolgsrezept bei uns, immer wieder mit den einzelnen Sachthemen anzukommen und weniger mit Personalien. Das können andere Parteien besser, mit Personalien arbeiten, wir nicht, ich nicht. Neue oder gut kopierte Ideen, die irgendwo in der Provinz unbeachtet ihr Antrags- oder Anfragedasein fristen. Das ist ganz wichtig. Deswegen Kommunalpublikationen der Konkurrenz studieren. Die kann ich nur empfehlen. Die nenne ich jetzt hier gar nicht. So viel Werbung will ich gar nicht machen. Kriegt ihr schon raus. Ihr glaubt gar nicht, was für tolle Sachen da liegen. Und die liegen dann in Mannheim oder in Karlsruhe oder in Schleswig-Holstein. Irgendwo in einer kleinen Kleinstadt rum. Die sind sowas von geil. Übernehmen, adaptieren, fertig. Und wenn es von den Grünen ist, was soll's? Wenn die ihre eigenen Schätze nicht heben, wir können es. Dafür sind wir Piraten. Ja, nun muss man das sehen. Und das ist ein Großteil unserer Erfolge auch, wenn man sich die Sachen anguckt. Ja. Man muss ja schon mal in fremden Gefilden bohren. Ja, das, so ist es. Es ist ja nicht alles. Alles, was wir machen, ist ja nicht 1:1 von uns erfunden. So, da muss man auch ehrlich zu sein zu uns selber. Deswegen, das ist bei unser Stand auch. Wir haben mittlerweile ein positives Image eben als Ideenlieferant. Und das geht auch mit, da komme ich gleich noch ganz kurz zu und dann bin ich auch fast schon fertig. Wie wir das machen, das sage ich auch noch ein paar Zahlen zu, damit das nicht nur so ein abstrakter Spruch ist. Aber auch wichtig, wir machen eben keine Bundespolitik. Das muss ich auch innerhalb meiner Gruppe auch immer oft diskutieren. Das Thema, wenige Themen wie TTIP sind da sicherlich Ausnahmen, die auch bundespolitische Akzente haben. Aber das ist wichtig, wir können das nicht umsetzen. Es gibt gewisse Dinge, die ganz klar zwischen Exekutive und Legislative getrennt sind. Und das muss auch klar sein im Kopf. Das kostet nur Lebenszeit und kostet auch Nerven mit dem Diskussionspartner, bis die anderen das begriffen haben oder nicht begriffen haben. So. Wer Politik 2.0 machen will, man muss auch 1.0 können. Da habe ich gerade schon von gesprochen. Dazu gehören eben, das ist eben der Vorteil, das ist auch die Stärke von uns, wenn wir das richtig umsetzen. Wir sind auf dem Bereich nach wie vor, was neue Medien betrifft, was die Umsetzung betrifft, relativ weit vorne. Das ist so und da überholen uns die anderen auch so schnell nicht. Und wenn wir daneben die klassische politische Arbeit, wie sie denn tickt innerhalb eines Rates, wenn wir das können, dann sind wir wirklich gut dran und dann überraschen wir die anderen ständig. Und das ist unser Erfolgsrezept und ich hoffe, dass es dann auch in der Außenwirkung, dass der Bürger das auch kennt. Dazu gehören eben, und das ist wichtig, das kostet Arbeit, das kostet Zeit, das bezahlt einem kein Mensch, Offline-Kontakte und Vernetzung zur Ratsgruppe. Ich schreibe jetzt nur mal Haus der Architektur, ist mir so ein wichtiges Ding. Kölner Netzszene, Kölner Flüchtlingsaktivisten, ganz klar. TTIP-Netzwerk, Bündnisse gegen Rechts, Cannabis Colonia e.V., das sind absolute Freunde von uns, ist klar. Solche Netzwerk-Bürger-Engagement, das ist in Köln überhaupt ein großes Thema. Das sind überall engagierte Bürger, NGOler, mit denen man sich... In Köln gibt es eine große Szene, ja, das mag in Krefeld und an anderen kleinen Städten überschaubarer sein. Umso einfacher ist es, in den kleinen Städten da reinzukommen. Deswegen gebe ich euch wirklich, nehmt euch die Zeit, mindestens genauso viel die Zeit, zu diesen Leuten hinzugehen und da eben eure Plattform anzubieten.
Das mache ich auch ständig. Ich bin da ständig bei diesen Dingern, soweit mir das möglich ist. Aber auch die Pressekontakte. Wir haben ja vorhin die Presse ein bisschen gezeigt. Das ist extrem wichtig. Auch ich muss halt schon mal mit dem Menschen vom, jetzt sage ich es nicht, schon mal ein Bier trinken gehen. Ja, so läuft das. Weiß ich. Muss ich mit dem schon mal einen auf dem Flur ein bisschen länger quatschen oder ein Telefonat eine Stunde führen oder sonst irgendwas. So funzt das eben. Auch wenn uns das nicht unbedingt so passt, aber im Einzelnen hat Politik auch viel mit persönlicher Arbeit mit der Presse oder mit dem einzelnen Vertreter zu tun. Ja, so ist das einfach. Auch die müssen einem vertrauen. Die schreiben nicht einfach irgendwas, wenn sie einen nicht kennen. Die müssen wissen, was macht der irgendwann überhaupt die ganze Zeit? Wofür tickt der? Wofür steht denn der? Finde ich interessant machen. Also insoweit wirklich bitte, bitte, auch wenn der Einzelne, es gibt Pressevertreter, mit denen möchte man am liebsten kein Bier trinken gehen. Aber es gibt auch welche, die sind wirklich nett und die sind eigentlich auch willens, mit uns was zu machen. Also das sind, eigentlich bin ich da auch schon so weit durch. Ich würde euch aber nur ganz gerne zu den Zahlen noch etwas zeigen wollen. Und dann war es das aber auch. Und zwar, na, wo haben wir es denn? Und zwar, wir haben jetzt den Newsletter, aber um nochmal klarzumachen, wie wichtig Qualität und Quantität ist. Klar ist die Qualität am wichtigsten. Aber wir haben jetzt alleine nur die Ratsgruppe. Die Bezirksvertretungen haben nochmal separat welche. Alleine in dem bis Mai 38 Anfragen gestellt und davon 16 Anträge gestellt. 9 sind angenommen, 4 abgelehnt und 3 noch offen. Damit liegen wir auf Top 3 der 10 Ratsgruppen, der 10 Ratsparteien in Köln. Das muss man erst mal schaffen als Oppositionspartei. Ganz kurz, ne, sonst wird's unfair gleich. Was denn? Die Anträge, wir können gerne, aber ich will es nicht zu sehr strapazieren. Wir haben wirklich viele Anträge gemacht. Köln-Lieblich haben wir durchgekriegt. Darüber kann man jetzt streiten, ob das ein qualitativer Antrag ist. Lizenzierte Abgabestelle für Cannabis, das ist auf der Bezirksvertretung Innenstadt durchgekommen, wohlgemerkt. Das muss man erstmal hinkriegen. Das sind wir ja, glaube ich, außer Berlin und Frankfurt die einzigen. Interaktive Bebauungsplanübersicht, ich glaube schon, dass es ein sehr fachliches Thema ist, haben wir für Köln durchbekommen. Es sind nur ein paar Beispiele aufgelistet im Newsletter. Digitale Hilfe-App für Flüchtlinge, was ganz Besonderes. Übrigens, wenn man so will, auch geklaut. Das hat nämlich die Stadt Witten, glaube ich, über eine Initiative gemacht. Und das habe ich zufällig in so einem kleinen, klitzekleinen Beitrag in irgendeiner kommunalen Beitrag gesehen. Ja, geil, Köln muss das haben. Zack, bumm. Und dann, aber als Beispiel, aber lass uns gleich, ich bin schon direkt in der Diskussion drin, aber vielleicht, an der Stelle würde ich es dann auch beenden wollen, weil ich könnte das hier noch scrollen, hier kommen noch mehr Anträge. Also ich glaube, da sind schon ein paar gute. Ich wollte jetzt eigentlich noch wissen, wie ich da hin würde. Nein, ist für die Flüchtlinge selber gedacht, in erster Linie. Und das ist genau das, sorry, wenn ich das so deutlich sagen darf, aber das, was von AfD und von CDU gelegentlich kommt, das ist nämlich genau das Üble. Entschuldigung, hat nichts mit dir zu tun, aber dieses Argument ist wirklich übel. Weil wenn diese Menschen irgendwas brauchen und irgendwas haben, dann ist es den Kontakt schon mal zu Verwandten. Und deswegen haben diese Menschen fast alle, wir haben fast nichts, aber so ein olles Handy haben sie mit dem Internetzugang, auch zu Recht. Weil sie wechseln ja ständig irgendwelche Standorte in Deutschland und müssen dann auch für mit der eigenen Verwandtschaft irgendwie erreichbar sein. Also das ist das Erste, was sie zu Recht diese Menschen dabei haben. Ja. Und deswegen ist diese Flüchtlingsab so sinnvoll. Ich weiß, aber da bin ich emotional bei dem Thema, und weil ich das schon ein paar Mal gehört habe und mich dann auf dem Plenum auch geärgert habe, weißt du? Ich stelle mir das vor, die sind da auch im großen Teil. Ich kann für uns überleben. Die kommen hier. Moment, ja, niemand. So, die kommen, die kämpfen uns mit denen, die werden aufgehoben, die Rente, die kommen alle in den Benutzer an. Oder wo auch immer. Die haben auch noch andere Probleme, können wir gleich drüber reden, aber die wichtigen Probleme sind auch, dass sie vor Ort sich informieren müssen, mit wem sprechen sie, dass sie der Sprache nicht kundig sind. Das sind die Probleme, mit denen sie am Anfang vor Ort konfrontiert sind und noch viele, viele andere. Und dazu kann diese App einfach helfen. Mehr ist das nicht. Wir ersetzen damit nicht Probleme, wir regeln damit nicht das generelle Flüchtlingsthema. Das ist schon klar. Das ist ein kleines Ding, eine kleine Nummer, wo wir insoweit, und es ist auch sehr erfolgreich. Und mittlerweile adaptieren dieses Thema auch viele.
So, aber ich würde, oder auch die Resolution des Rates zu TTIP, ist ein gemeinsamer Antrag, Freifunk, eine Bezirksvertretung, aber an der Stelle würde ich es kapseln wollen. Ich gehe sehr stark in die einzelnen Themen rein, weil wir eben so viel gemacht haben und würde jetzt gemeinsam mit dem Michael an der Stelle eure Fragen beantworten wollen. Danke. Ja, stell dir schon mal Fragen. Ich würde gerne nochmal auf ein Wort zurückkommen, was du gerade gebraucht hast, Thomas, und zwar Berechenbarkeit. Ich habe da ehrlich gesagt sehr große Probleme, weil Berechenbarkeit ist genau das, was man in der Politik meiner Meinung nach nicht unbedingt haben sollte. Ich bin aber auch, sage ich ganz ehrlich, Machiavellist. Und dementsprechend halte ich da nicht so viel von. Verlässlichkeit ist ja das, womit damit kann ich leben. Aber vor allem so als Piraten ist ja der Vorteil, dass wir immer mal wieder den Knüppel aus dem Sack holen können, draufhauen können und sagen können, ah, wir sind Piraten, das habt ihr erwartet. Und damit kommt man auch immer wieder schön in die Presse, damit kann man auch immer wieder schön ärgern. Und ganz oft wird uns das auch genau vorgehalten, deswegen machen wir das auch gerne. Also letztens gab es zum Beispiel bei uns in der Stadt, wurde der Bürgermeister zum Geschäftsführer eines großen Betriebes gemacht, mit einem Salär von 120.000 Euro. Der war im Aufsichtsrat, wurde trotzdem quasi jetzt ernannt. Dann gab es einen fiesen Flyer, wo quasi ganz groß auf Poster gedruckt war, der neue Oberbademeister für Aachen. Worum bewerben, wenn es den Job auch so geht? Natürlich haben alle gesagt, das waren auch die Piraten. Und natürlich sind wir überall hingegangen und gesagt, nee, das waren wir nicht, das ist nicht öffentlich, würden wir nicht machen, pipapo. Aber das hat uns halt wieder gezeigt, cool. Jedes Mal, wenn wir sowas machen, das kommt erstens, sehen wir das an unseren Klickzahlen bei den Posts, das kommt super an bei unseren Leuten, die sehen sowas gerne und die vermuten das, obwohl wir das wirklich nicht waren. Und wir fahren damit eigentlich gut, dass wir eben nicht so berechenbar sind. Deswegen, was hältst du davon, wenn du da eher das Wort Verlässlichkeit nehmen würdest im politischen Geschäft als Berechenbarkeit? Strategisch halte ich es einfach für nachteilig. Berechenbarkeit, genau. Vielleicht muss man den Begriff auch ein bisschen weiter fassen. Berechenbarkeit heißt, also unberechenbar, ich bezog das ja auch auf die Arbeit der Gruppe. Das ist ein wichtiger Ansatz. Ne? Also wenn ich mit anderen Leuten zusammenarbeite, mit anderen Gruppen oder anderen Fraktionen, dann müssen die wissen, muss ich berechenbar für die sein. Darum geht es. Aber berechenbar oder verlässlich? Beides. Berechenbar muss ich auch sein, das wissen wir auch. Also den Bogen kann ich nicht überspannen, sonst würde ich viele Dinge da nicht wirklich kommen. Wenn ich unberechenbar wäre, also in dem Sinne meine ich das. Es hat was mit dem persönlichen Impuls, wie ich vor Ort agiere, nicht mit den Inhalten zu tun. Das meine ich mit der Rechenbarkeit an der Stelle, so wie ich das fasse. Aber die Beispiele, die du gerade genannt hast, die glaube ich auch unterstreichen. Das hat aber weniger was mit diesem Punkt an der Stelle zu tun. Ja, ich meine. Ich möchte aber insofern darauf eingehen, weil ich möchte da wirklich alles in den Kopf legen von dem, was Thomas da gerade gesagt hat. Hier ist nämlich der wichtige Nachsatz, aber auch keine Krawallopposition mit weltweiter Forderung. Dazu spielt auch der Ton macht die Musik bei in diesem ganzen Kontext. Das ist ganz wichtig. Ich kann jetzt natürlich ankommen mit krankes System und nicht im Höheren der Wutbürger sein. Das kann ich machen. Da kann ich zu jeder Geschichte, die entweder zur SPD, die SPD macht, die CDU macht, ich glaube, da macht man sich tatsächlich nur Feinde. Und wenn ich etwas durchdrehen will, ich spreche jetzt hier als Realpolitiker. Ich glaube, Thomas ist auch einer. Ihr habt ja keine Fundamentalisten. Das sind so ein bisschen. Das sind so ein bisschen. Ja, für uns so Systemfragen auch eine Rolle spielen. Wenn du so daran gehst, wenn du deutlich machst, wir haben in Bielefeld auch gerade so einen Fall gehabt, wo Betriebsratsvorsitzender der Stadtwerke 120.000 verdient hat, und da kann man sachlich angehen. Das funktioniert. Dann kann man sachlich und deutlich sagen, das finden wir nicht gut, aus dem und dem und dem Grund. Und dann, glaube ich, wirst du auch ernst genommen. Ändert sich trotzdem schon. Wir brauchen uns nichts mehr tun oder sowas. Aber man wird auch ernst genommen. Populismus kann man einsetzen, meine persönliche Meinung jetzt, aber bitte nur dosieren. Es bringt Klickraten, ja, das ist wahr, das ist einfach nicht. Ja, dann ist sich gemeldet. Ja, danke. Also, wenn ich da mal ganz kurz meinen Senf dazu geben darf, Berechenbarkeit ist eine notwendige Voraussetzung für Verlässlichkeit, nämlich hängen beide Begriffe zusammen. Das heißt ja nicht, dass man in der politischen Dramaturgie, wenn man irgendwas spannend machen will, auch mal einen Überraschungsmoment einbringen kann. Das hat aber nichts grundsätzlich damit zu tun, dass man jetzt überhaupt unberechenbar ist. Das ist eher schädlich, da stimme ich euch zu. Und ich wollte euch beiden noch ganz, ganz herzlich danken, weil ich einfach finde, dass dadurch, dass die Piratenpartei in Nordrhein-Westfalen kommunalpolitisch mehr Gewicht bekommen hat, einfach durch das Ergebnis der Kommunalwahlen, auch dieser Pragmatismus. Ich habe das heute Morgen in meiner Eingangsrede, einen Begriff habe ich vergessen, ich habe gesagt,
Stichwort Anpacker und Problemlöser und jetzt auch noch Ideengeber, was neu dazu kommt. Und ich möchte euch anbieten, ich denke, ihr habt nichts dagegen. Im Sommer ist immer diese Runde bei RTL Sommerplausch. Ne? Dieses sogenannte, die Fraktionschefs aller 5 Landtagsfraktionen gehen dann dahin. Und bei mir ist auch klar, wohin das laufen wird. Da kommt dann immer der Rechtfertigungslimbo. Was machen die Piraten eigentlich? Wo geht es noch hin? Und gibt es euch noch? Und seid ihr 2017 noch im Landtag? Suchen Sie einen neuen Job, Herr Paul? All diese Dinge kann ich jetzt einfach konterkarieren, indem ich die Wirksamkeit im kommunalen Bereich mit nach vorne stelle. Ich finde diesen Koalitionsvertrag in Bielefeld echt ein Hammer. Michael, großes Kompliment. Dass in Köln aufgrund lokaler Gegebenheiten eine andere Strategie gefahren wird, ist für mich auch einsichtig. Aber ihr seid beide pragmatisch. Ich bin begeistert, wirklich. Ich nehme hier wieder richtig Motivation auch für die Landtagsarbeit mit. Vielen Dank, Leute. Meine Position als Fraktionsgeschäftsführer ist allerdings, diejenigen, die als Realpolitiker aktiv sind, zusammen mit der Basis auch zusammenzubringen, wo wir nun mal relativ viele linke Zecken drin haben. Ich bin selbst einer davon. Daher. Was denn? Also, da ist natürlich so der Wille, bestimmte Sachen, über die man sich halt schon lange ärgert, irgendwie polemisiert auf den Punkt zu bringen, groß. Und das aber zusammenzubringen, nämlich die tatsächlichen Mandatsträger und der Wille der Basis, halte ich immer wieder für schwierig, weil da immer wieder Konfliktpunkte auftreten. Wir schaffen es bisher, das ganz gut zu lösen. Aber wenn wir etwas Unberechenbares machen, dann kommt es meistens von der Basis und unsere Mandatsträger sind dann meistens etwas ruhiger und wollen das lieber ein bisschen sachlicher angehen. Wie macht ihr das bei euch mit eurer Basis, wenn da solche Sachen kommen? Also ganz kurz, weil bei mir Basis eben so wichtig ist, das ist eben ein Zusammenhang zwischen Parteiarbeit, Basis, Arbeitskreis Kommunalpolitik. Den habt ihr in Aachen ja auch, der funktioniert ja auch sehr gut, das weiß ich. Und das ist extrem wichtig, dass es da immer einen sehr kurzfristigen, auch zeitlichen Austausch einfach gibt. Was man dir immer überträgt, das sind die Themen, die gerade innerhalb des Rates eine Rolle spielen. Das sind auch meistens bei uns in Köln die Themen, die dann gerade auch in der Stadtgesellschaft irgendwie interessant sind. Insoweit gibt es da nicht so eine Diskrepanz zwischen den Vorstellungen der Basis und der Gruppe. Jedenfalls ist das bei uns so. Aber das kann jeder für sich hier ein bisschen beantworten, egal wo man ist, am Niederrhein, im Ruhrgebiet oder in Westfalen. Die Basis tickt immer ein bisschen anders. Bei uns ist es eben so, dass wir Gott sei Dank, wir haben... Das ist ein Vorteil gewesen, den wir schon vor der Kommunalwahl, das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, wir haben eine starke kommunalpolitische Ausrichtung gehabt, schon vor 2014. Ich glaube, wir waren in Köln mit die Ersten, die den Arbeitskreis Kommunalpolitik gerüttelt haben, obwohl sie eben nicht wie Aachen und Münster in den Räten damals schon vertreten waren. Das ist wichtig, dass wir haben da gibt es eine Diskussionskultur zu den Kommunalen. Das war bei vielen anders, das weiß ich. Ich will jetzt ja keine Städte nennen. Wir haben bundespolitische, landespolitische Themen auf dem Index gehabt. Ja, aber nicht so sehr kommunal. Und deswegen glaube ich, dass der Streitpunkt, ich will jetzt nicht Aachen damit interpretieren, weil das wäre mir jetzt zu viel für meinen Kopf, aber ich glaube, dass dieses Konfliktpotenzial wollen diese sehr ideologischen Ansätze, diese sehr bundes- und landespolitischen Ansätze auch auf der kommunalen Ebene runterbringen, bei uns in Köln zurzeit keine Rolle spielen. Und ich bin ehrlich gesagt froh drum. Von unserer Seite kann ich sagen, ja, vergleichbar. Also wir haben uns sehr früh sehr kommunalpolitisch aufgestellt. Wir sind da sehr aktiv geworden, mit mehr oder weniger gutem Erfolg. Aber ich denke, was jetzt in der täglichen Arbeit und auch während der Koalitionsverhandlungen zum Beispiel wichtig war, war die permanente Einbindung unserer Basis. Ja. Vertrauen heißt nicht nur gegenüber den anderen Parteien und anderen Politikern, sondern Vertrauen. Also ich glaube schon, dass mein Kreisverband mir einen sehr großen Vertrauensvorschuss gibt. Und ich glaube auch nicht, dass ich den bisher enttäuscht habe. In der täglichen Praxis ist es so, dass ich manchmal Entscheidungen einfach so treffe. Da sage ich, wir werden diesem Antrag ja zustimmen, das machen wir jetzt mal, da kann ich jetzt keine Basisbefragung machen. Auf der anderen Seite, das, was ich öffentlich über die Mailingliste hauen darf und kann, weil vieles muss, du hast es 1.0 genannt, das ist normale Politik. Auch die Koalitionsverhandlungen, das kann man nicht öffentlich machen, das funktioniert so nicht. Wir haben zwischendurch immer wieder in Ratsgruppensitzungen darüber diskutiert. Wir haben dann, bevor wir das Ganze unterzeichnet haben, eine parteiöffentliche Veranstaltung gemacht. 5 Stunden hat die, glaube ich, gedauert, wo wir jeden einzelnen Satz da auch nochmal durchgegangen sind. Und ja, so hat sich das alles zusammengefügt. Und hier auch
ich schmeiß ständig was auf die Mailingliste, ständig Infos rein, zu viel für die meisten wahrscheinlich, aber die Info ist da, sie kann dann immer wieder rausgezogen werden, da kommen wir zu innerparteilicher Transparenz. Ein Wort möchte ich aber nochmal sagen, was für euch vielleicht auch gar nicht so unwertvoll ist. Wie kriegt man denn eigene Themen, wenn man jetzt in der Opposition ist, in Anträge rein, die die Mehrheit tatsächlich stellt? Für den Landtag kann ich nicht sprechen, für Kommunalparlamente glaube ich in irgendeiner Form schon. Weil wir erleben das durchaus, wir haben jetzt einen Antrag, ich nenne jetzt aus dem Bauch heraus zum Thema Konversion. Da haben wir uns wahnsinnig viele Gedanken zu gemacht, innerhalb unserer Koalition, zusammen mit der Verwaltung auch. Das Ding ist echt schön ausformuliert und jetzt kommt die Linke ganz konkret mal irgendwie an oder auch die CDU und bringt Ideen, was man da noch reinbringen könnte, Änderungsanträge. Von den 10 Ideen, die da drin sind, finden wir 3 auch gut. Dann kann man, ist jetzt die Frage, wie steht man menschlich zu denen, die diese Änderungsanträge stellen? Kann man es schaffen, diese 3 Punkte, die wir auch gut finden und die wir einfügen können in unser Gesamtkonzept, können wir dann einen gemeinsamen Antrag daraus frickeln oder nicht? Sonst müssten wir nämlich unter Umständen den gesamten Änderungsantrag ablehnen. Das gibt diese Frustrationen dann ja auch immer. Weil man kann nicht sagen, wir wissen es besser, die Linken oder die CDU, die wissen es nicht besser als wir. Die haben halt ihre eigenen Punkte, sie passen dann aber nicht in unser Gesamtkonzept, auch wenn wir sie normalerweise nicht ablehnen würden. Und das ist halt der Punkt. Sprecht miteinander, redet miteinander, die berühmten Hinterzimmergespräche. Ja, die sind wahnsinnig wichtig. Bei uns ist auch so, wir haben als Ratsgruppe haben wir auch ein Budget von 54.000. Ich bin Teilzeit beschäftigt. Als Ratsgruppengeschäftsführer bekommen wenigstens 20 Stunden bezahlt, das ist also schon mal nicht unwichtig, bin also tatsächlich vor Ort. Ich spreche mit den Linken, ich spreche mit der CDU. FDP ist ein bisschen schwierig, seit ich den Wikipedia-Eintrag zum Thema Trollen vorgelesen habe, bei der Ratsrede, ja, weil, gut, wie auch immer. Also ich spreche da ständig mit allen Leuten und dann auch von der BFB. Ich bekomme die Ideen da rein und dann bringe ich die in unsere Koalitionsrunde rein und. So funktioniert das, so kriegt man seine Themen gesetzt. Schaufenstermäßig kann man natürlich immer noch als Opposition diese Anträge stellen, um Empörung und zu machen. Thema Kita-Streik, Elternrückzahlung, haben mich 500 Eltern als Arschloch bezeichnet in der Ratssitzung. Das sind alles Sachen, die passieren können. Die Linken konnten sich schon hinstellen, das Geld muss zurückgezahlt werden. Ja, juhu, johl, alles ganz prima. Kann man aber auch anders drüber sprechen, funktioniert. Redet miteinander, sprecht mit den anderen Fraktionsgeschäftsführern, mit den anderen Politikern, hackt es da einfach rein. Und das ist nicht 1.0, das ist keine Hinterzimmerpolitik, das ist normale Politik. Das ist Politik, miteinander reden. Ach so. Fangen wir hier mal an. Müssen wir ein bisschen moderieren, ja? Ja, genau. Okay, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie groß die einzelne Kommune ist, wie groß die Räte sind. Natürlich sind die interfraktionellen Gespräche das A und O, das tägliche Brot unseres Schaffens. Gar keine Frage. Berechenbarkeit. Berechenbarkeit insofern, dass du zu deinen Worten stehst, die du da sagst. Das heißt Ehrlichkeit und nicht hinterfotzig rüberkommen. Das ist immer gut. Und was mir zum Beispiel oder uns in Neukirchen-Flüen geholfen hat, da ist die Tatsache, dass wir nicht gesagt haben, wir gehen eine Koalition ein, sondern wir arbeiten themenorientiert. Mit wechselnden Gesellschaften, mal mit der CDU, mal mit der SPD, mal mit den Grünen, mal mit den Freien Bürgern. Einfach um für unsere Kommune das Beste rauszuholen. Ich kann mich noch irgendeiner Koalition anschließen, dann fahre ich eingleisig und habe nicht mehr die Möglichkeit, das eine oder andere partiell in die richtige Bahn zu schieben. Also von daher ist das auch eine gute Möglichkeit, um für die Bürgerinnen und Bürger unserer Städte das Optimale rauszuholen. Na, wir haben auch Anträge gestellt ohne Ende, sowohl im Umweltschutzbereich wie im Flüchtlingsbereich. Die sind 1:1 übernommen worden. Und wir haben es jetzt geschafft, die ersten Standards aufzustellen, gerade im Flüchtlingsbereich, einstimmig angenommen. Also es geht vorwärts. Ich direkt noch antworten darf, genau. Wir stehen ja hier, wie erfolgreich auch das in deine Richtung ein bisschen, wie man denn erfolgreich was umsetzen kann. Das mag ein pragmatischer Ansatz sein, aber das ist das, was die Wähler auch von uns erwarten. Ich definiere mich eben nicht als ideologischen Piraten. Da gibt es andere, die können das,
Aber wenn wir diese ideologische Diskussion in die Räte bringen, dann wird das keine erfolgreiche Diskussion werden für uns. Das sage ich jetzt mal so deutlich. Das kann man machen, wenn man davon überzeugt ist, dann kann man das sehr gerne tun. Und das ist auch, ich gestehe das jedem zu. Wenn er einen starken ideologischen Ansatz hat, den er gerne in der mandatierten Arbeit mit rüberbringt, aber dann ist er unter Umständen vielleicht nicht so erfolgreich, wie wir das hier eben ein bisschen präsentieren. Das kann man sagen, ja, aber ich habe einen anderen Ansatz von erfolgreich oder sowas, aber dafür stehen, da müssten hier andere stehen, um das mal so ein bisschen in diese Richtung zu bringen. Muss ja auch ein bisschen auf die Kassenlage achten. Das kommt ja auch noch immer mit hinzu. Lass mal kurz so durchmoderieren. Wir haben jetzt Joachim. Genau. Hat hier noch jemand gemeldet? Ja, er war da hinten. Genau, dann gehen wir hier. Lass uns einmal so rumgehen. Dass wir hier so durch. Das mit dieser Ideologie. Man kann ja durchaus als Pirat einen ideologischen Ansatz haben. Ich habe den. Nur ich würde dem, wenn ich kommunalpolitisch pragmatisch was erreichen will, auch hintanstellen und zu gucken, was ist das Beste für die Bürger von Stadt und Kreis. Nein, nicht besser formuliert. Ihr macht das klasse. Nochmal zu dieser 1.0-Geschichte und zu diesem meines Erachtens wirklich falsch verstandenen Transparenzbegriff. Transparenz im Sinne von totaler Öffentlichkeit. Das funktioniert nicht. Wenn ich mich mit einem Politiker von der CDU im Landtag oder SPD, Hochschulausschuss, haben wir viel zu tun, unter vier Augen unterhalte, stelle ich mich doch automatisch auf die Art und Weise ein, wie er spricht. Und er tut das mit mir. Wenn wir das in dem Moment öffentlich machen würden, wüssten wir beide, wir stehen auf der großen Bühne und dann bekommt unsere Sprache was unverbindlich Beliebiges. Das kriegen wir tagtäglich von Frau Merkel vorgeführt, wie das geht. Das heißt, man kann da keine verbindlichen Absprachen mehr treffen. Transparent heißt dann jetzt für mich, wie der Michel Marsching mal so schön gesagt hat, Nachvollziehbarkeit der politischen Entscheidungsprozesse. Wenn ich im Hinterzimmer mit irgendwelchen, ich sage das jetzt mal so überspitzt, was ausgekungelt habe und gehe dann an die Öffentlichkeit und sage, wir haben gemeinsam einen Antrag mit der SPD aus den und den Gründen, das waren unsere Positionen und wir sind uns in der Hinsicht übereingekommen, dann reicht das. Und zwar bevor die Entscheidung gefällt wird, sodass Bürgerinnen und Bürger sich noch dazu verhalten kann, wie unser Vorschlag ist. Dann ist das transparent in dem Sinne, wie ich das richtig verstehe. Und ich habe auch nicht die individuelle Sprache irgendwie gleichgebügelt in dem Zusammenhang, wie ich mit dem anderen spreche. Ich würde gerne noch einen Satz nachschieben zu Neuss, weil Neuss ist seit dem Urknall schwarz, sowohl Stadt und Kreis. Ich glaube, es gab einmal ein SPD-Mann, Friedhelm Fachmann oder sowas, weiß ich gar nicht. Der Landtagsabgeordnete ist momentan ein SPD-Mann, Rainer Breuer. Wir haben dort ein Wählerbündnis für den Landrat. Und zwar Peter Hauschke, der CDU-Mann, wir haben mit im Kreistag SPD, Linke, Grüne, die Unabhängige Wählergemeinschaft Grevenbruch und die Piraten. Eine 5-Fraktionen-Koalition, die einen grünen Landrat, Hans-Christian Marker, der ist dann aus dem Landtag weg, fördert. Ne? Das haben wir gemacht und den haben wir gegrillt, den haben wir auch zu uns eingeladen. Das ist keine Koalition jetzt in dem Sinne wie in Bielefeld. Wir haben im Kreistag Neuss, Rheinkreis Neuss haben wir eine gemeinsame Fraktion, 2 Piraten, 2 Linke. Das sind aber pragmatische Linke. Da muss man mal gucken, wie sehen die Leute aus. Ne? Also genau das, was ihr halt macht, ne? Wollte ich an der Stelle nur noch mal erwähnt haben. Also ich finde das grandios. Und ich würde vielleicht den Begriff, das 2.0, das sind dann das Einspeisen von neuen Ideen, was die Piraten machen. Ne? Vielleicht den Fokus mehr auf das 2.0 sein. Du sagst ganz richtig, 1.0 ist die Vorversion, der muss das auch können, aber vielleicht den Fokus mehr auf 2.0 und sagen, es gehört einfach dazu, zu einer vernünftigen 2.0-Politik, dass man mit Mitgliedern anderer Fraktionen, anderer Parteien verlässliche Absprachen treffen kann. Sonst funktioniert die Kommunalpolitik und haben die Bürger überhaupt nichts davon. Richtig. Das ist so, ganz kurz, wir gehen dann so weiter, würde ich sagen. Ne? Zum Thema, wie unterschiedlich die einzelnen Parteien sind. Bei uns haben wir mit der SPD einen TTIP-Antrag durchgebracht, also gegen TTIP, Fracking-Antrag und der Ortsverband oder hier der Unterbezirkverband der SPD in Bielefeld hat zum Beispiel auch gegen die Vorratsdatenspeicherung gestimmt. So unterschiedlich kann das sein. Also alles über einen Kamm scheren, die Sozen und ist alles Quatsch, ist Blödsinn. Man muss sich das immer wirklich im Einzelfall anschauen. Genauso die Grünen aus Bielefeld kommt Martin Bolte, der Netzpolitiker der Grünen im Landtag zum Beispiel. Und die Grünen haben dann natürlich auch ein entsprechendes Programm in Bielefeld. Haben die natürlich nicht umgesetzt, seit er dann weg war. Also kommunalpolitisch und sowas. Aber die sind nicht alle schlecht. Einzig, manchmal schon, aber nicht in toto. Jetzt hattest du dich gemeldet. Ich werde jetzt nicht wiederholen, was wir gerade schon gehört haben, weil das ein ganz großer Teil von dem ist. Vielen Dank. Was ich auch sagen wollte,
zum Thema. Zum Thema als Pirat ideologisch arbeiten, das kann man natürlich auch machen, aber dann sollte man nicht in einem Parlament sitzen, sondern Blogs und Bücher schreiben und den anderen Piraten Wege weisen. Ja, das ist einfach eine vernünftige Rollenverteilung. Derjenige, der das tut, sollte das andere nicht gleichzeitig versuchen. Okay, jetzt hatten wir. Genau. Kurzer Erfahrungsbericht. Ich habe zwischen Dogmatik und Realpolitik eigentlich nicht so sehr unterschieden, aber ich habe jetzt festgestellt anhand der Liste, dass wir in Krefeld doch Realpolitik machen. Worunter wir in Krefeld aber wirklich leiden, ist die Zahl der Aktiven. Also wir haben überhaupt keine Abstimmungsprobleme zwischen Kreisverband und der Gruppe um den Ratsherrn, weil wir sind personell identisch. Nicht? So, das ist manchmal nicht schlecht, aber man befruchtet sich nicht von außen. Nicht? Also wir haben so eine Art Jungfernzeugung, das ist, geht langsam aber auch, aber es ist sehr lustfeindlich. Also man muss ein bisschen mehr Dampf würde mir schon gut tun, aber ist wie es ist. Ne? Vielleicht darf ich eins ergänzen, bevor dann auf die anderen reinkommen. Nur ganz wichtig, weil das ja auch schon mal, das höre ich ja schon mal als Argument, ja, es ist doch gut, wenn wir eher ein bisschen kleiner, überschaubarer sind. Ja, das kommt ja manchmal. Da gibt es ja auch nicht so die Probleme. Das ist ein Riesenquatsch. Wer immer das glaubt, und es gibt ein paar, ganz, ganz wenige Piraten, die glauben das wirklich, dass wenn man überschaubarer ist, kleiner ist, dass man da besser agieren. Das ist Unsinn. Dadurch, dass neue Leute kommen, auch wenn sie schwierig sind, ist das eben in die Möglichkeit, nach außen zu treten, Aktionen zu zeigen, mitzumachen und nicht eben diesen kleinen, überschaubaren Kreis. Aber da sind wir uns, glaube ich, mehrheitlich der Meinung, dass es in die eine Richtung läuft. Aber ich wollte es nochmal sagen, weil ich das manchmal so höre, dieses Ding. Ist aber tatsächlich überall, weil nur mal um Zahlen zu nennen, in Bielefeld haben wir angeblich 100 Mitglieder, wahrscheinlich noch nie von gesehen. Davon sind in Abstufung auch wieder vielleicht 10 bis 15 wirklich aktiv, aber auch wieder in Abstufung. Bei den Grünen, die haben meines Wissens in Bielefeld so rund 500 Mitglieder, da sind es auch nur 40, 50, die echt aktiv sind. Deswegen ist es so wichtig. Ja. Genau, ja, wollte ich gerade sagen, weil die Quote ist, glaube ich, überall relativ gleich. Auch bei der SPD, die in Bielefeld 2000 Mitglieder hat, glaubt man nicht, dass sie da mehr als 100 wirklich aktive in dem Sinne haben. Das ist auch nicht der Fall. Jetzt gehen wir aber weiter. Achso. Genau, ich bin der Letzte, oder? Okay. Fangen wir an. Dankeschön. Okay, wir machen was zur dunklen Seite der Macht nochmal nachgefragt. Nachteil einer Koalition ist ja die Koalitionstreue, auch die mit dabei ist. Das ist, wenn wir beim Thema Berechenbarkeit, Verlässlichkeit, wurde schon erwähnt. Da sehe ich das Problem allerdings auch, es wurde zwar gerade sehr schön erwähnt, wie viel von unserer Seite, also von eurer Seite dann in den Koalitionsvertrag eingebracht worden ist. Das muss natürlich auch umgekehrt der Fall gewesen sein, dass ihr ein paar Kröten schlucken musstet, gehe ich von aus. Nein, das wundert mich jetzt. Ich hätte nicht unterschrieben, wenn ich Kröten hätte schlucken müssen. Ich bin zwar kein Veganer, aber ich bin ein Geschmack. Das ist ja, nein. Da kann ich direkt darauf antworten. Also ganz konkret. Ne? Da kommen wir wieder zum Pragmatismus. Natürlich haben auch wir im kommunalen Wahlprogramm, Bildung muss kostenlos sein, auch auf kommunaler Ebene. Jetzt passiert Folgendes. Haushalt der Stadt Bielefeld eine Katastrophe. So, Elternbeiträge müssen erhöht werden. Aus Gründen. Ich will da gar nicht näher drauf eingehen. Jetzt haben wir es im Prinzip geschafft, das unserer Auffassung nach ein bisschen gerechter zu machen. Dennoch werden die Dinger erhöht. Die Elternbeiträge werden jetzt erhöht. Das ist scheiße. Wollen tue ich das nicht. Das ist Pragmatismus. Dafür wurden wir auch wieder angefeindet. Das ist unser Problem. Das sind im Prinzip in gewisser Weise Kröten, die man schlucken muss. Sehe ich aber nicht so, weil ich sehe keine andere Möglichkeit. Ich sehe nicht für Bielefeld, dass in ein, zwei Monaten die Bildung, auch frühkindliche Bildung, kostenlos wird. Sehe ich nicht. Vielleicht mal in 5 oder 10 Jahren möglich. Da arbeite ich drauf hin. Aber nicht im Moment. Und das heißt, ich trage im Moment diese Erhöhungen mit. Wäre ich in der Opposition, würde ich mich da ans Rednerpult im Rat stellen und sagen, alles Quatsch, ihr könnt die armen Eltern nicht mehr belasten. Ja, sicher würde ich das machen. Jetzt in der Koalition nicht. Das kann ich nicht. Dann muss ich argumentieren, warum und wie wir das gemacht haben und warum wir das trotzdem für gerecht halten. Ja, aber meine Frage zielt eigentlich eher auf darauf abzielen, eher wie es dann nicht zu Spannungen kommt zwischen den Ratsherren, die sich dann halt an die Gepflogenheiten und zu den Gegebenheiten in der Koalition dann gebunden fühlen
und dann halt der Mitarbeiterbasis, die dann eventuell anderer Meinung ist, ob es dann nicht irgendwie zu Spannungen kommt und wir dann eine Verschärfung des Problems dadurch bekommen, dass wir noch viel weniger aktive Piraten haben, wenn wir in einer Koalition sind. Bislang nicht. Da kommen wir einfach zu Vor- und Nachteilen. Also wir haben sehr intensiv und ich glaube auch wirklich sehr gut verhandelt. Natürlich auch unsere Partei, Kreisparteivorstand mit eingebunden. Wir haben sehr intensiv und sehr gut verhandelt. Dissenser haben wir einfach festgestellt, die haben wir rausgenommen. Ein konkretes Beispiel, kommunales Wahlprogramm haben wir drin, Cannabis finden wir super. Klar, wie wahrscheinlich alle Piraten in irgendeiner Form irgendwo. Jetzt ist selbst mit in der Ratsgruppe mit der Wählergemeinschaft Bürgernähe, die haben dazu keine abgestimmte Meinung. Und nicht mal mit denen kriegen wir das so ad hoc irgendwo hin. In der Koalition mit Grünen, da eventuell, mit der SPD derzeit auf keinen Fall. Das steht da nicht drin und in der Vereinbarung ist halt auch, dass wir das jetzt nicht aktiv angehen. Wenn wir das aktiv angehen wollen, müssten wir es absprechen. Das ist wahr, aber ansonsten ist da nichts drin, wo wir gegen unsere Überzeugung oder gegen unser Programm wirklich verstoßen würden quasi. Nichts, nicht ein einziger Punkt. Vielleicht kann ich noch was ergänzen, was spielt sich auch viel wieder um den Ansatz, ideologischer Ansatz, pragmatischer Ansatz, um den wir hier ein bisschen auch reden. Als Beispiel nenne ich dazu, ich will jetzt kein linken Bashing oder sowas machen, aber vielleicht auch konkret vor dem Hintergrund, das sind vielleicht auch die Erfahrungen, die ihr habt mit Linken, für die ist zum Beispiel eine Haushaltsdiskussion fast wie eine Diskussion um den Heiligen Gral. So formuliere ich das jetzt mal, weil sie sehr stark ideologisch, und das ist auch nachvollziehbar, an diesen Haushalt rangehen. Weil Sozialkürzungen oder soziale Einsparungen oder keine Aufstockung von sozialen Maßnahmen unterstelle ich jetzt mal den Linken, aber nur damit ihr es versteht, wie man manchmal pragmatisch daran geht, ideologisch daran geht, wie man aber auch, wenn man ideologisch rangeht, sich selber blockiert. Weil dadurch, dass die Linken eine starke ideologische Ausrichtung hinsichtlich dieser sozialen Fragen haben, ist es unwahrscheinlich schwer, mit der Linken oder mit einer Partei, die sich dafür einsetzt, es gibt auch andere Parteien, ich habe jetzt nur mal die als Beispiel genannt, sagen wir mal ansatzweise im Sozialbereich mit denen zu diskutieren. Das ist das Schwierige, wenn man mit jemandem gegenüber sitzt, der ideologisch argumentiert. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz gut, jedenfalls in meiner Erfahrung in Köln und in Bielefeld auch, dass wir einen pragmatischen, thematischen Ansatz haben. Da mag es sein, dass es ein paar Punkte geht, wo ich auch eher einen Stein im Bauch habe. Ich bin zwar noch nicht in der Form, Koalitionsgespräche zu führen oder sowas, aber da gibt es Dinge, wenn man an dieser Stelle ist, das gefällt einem mehr oder weniger, so würde ich es formulieren. Und da muss man aber abwägen, reicht das, was mir mehr gefällt, gegenüber dem, was weniger ist, dann kann man die Zustimmung geben. Wenn die Mehrheit oder wenn ein Prozentsatz zu groß ist, das einem nicht gefällt, dann eben nicht. Ihr habt die Entscheidung getroffen, das meiste ist für uns okay und die anderen Sachen, an denen arbeiten wir in Zukunft. So vermute ich, dass wir die Richtung haben. Da hinten. Sekunde, ich wollte einmal rumgehen und dann. Wir waren noch erst der Wolf. Erst der Wolf und dann rüber. Genau, dann kann ich, weil ich nämlich in Großdorf, eine Stadt zwischen genau. Köln und Bonn, mit 75.000 Einwohnern, mit den Regenbogenpiraten, erst recht auf der dunklen Seite der Macht bin. Wir haben nämlich eine Kooperation mit CDU und Grünen. Und da gibt es natürlich genau zu dieser Frage, was bringt man ein in so eine Kooperationsvereinbarung und wie geht man mit späteren Themen um, auch sehr pragmatische Ansätze. Das heißt, wenn Partner Vorschläge machen, dann wird das innerhalb der Koalitionsrunde besprochen. Wird es nicht oder kommt es nicht zu einem Konsens, wird es verschoben. Kommt es zu einem Konsens, wird das in den Ausschuss reingebracht und wird zur Abstimmung gebracht und dann stützt man sich auch gegenseitig. Kommt es dazu nicht, kann jeder Partner das selbst einbringen und sucht sich dann eigene Mehrheiten und ist man in der Situation im Prinzip wie Köln. Und ansonsten finde ich pragmatische Ansätze gut, weil ich denke nämlich auch, dass wir in den Räten sind, um piratige Politik durchzubringen. Wir haben nicht umsonst überall, wo ich drauf gucke, haben wir meistens sehr viele Anträge, die die Stadt weiterbringen, wesentlich mehr als die etablierten Parteien. Und aus der Softwareentwicklung kann ich sagen, man muss eine Version 1.0 auf dem Markt haben, um eine 2.0 überhaupt entwickeln zu können. Verbrauchsschmerzen. Bauchschmerzen. Sehr gut. Der Finger wie ein Sozialpirat, der könnte jetzt mit der Tempel mal helfen, mit Bauchschmerzen helfen. Ich habe keine Bauchschmerzen. Manchmal gibt es das. Du hast im Griff, wer jetzt dran ist. Also da würde ich die Reihenfolge gerne gewahrt wissen wollen. Du hast mich nicht sehen können. Ja, ich habe mich nicht sehen können. Entschuldigung, du hast einen toten Winkel. Okay, ja. Auf dem Podium. Eigentlich möchte ich jetzt tatsächlich zu drei verschiedenen Sachen was sagen. Das eine ist die Aussage, die hier im Raum steht und nicht
keinen Widerspruch erfahren an Ideologie und sondern pragmatische Arbeit in einer Ebene, vertragen sich nicht, geht nicht überein. Bin ich völlig anderer Auffassung und kann das auch aus der persönlichen eigenen Erfahrung belegen. Ich bin im Kreistag des Kreises Wesel und im Stadtrat des Stadt Wesel, bin allerdings auch schon für politische Inhalte, natürlich piratige Inhalte, seit 3-4 Jahren bekannt, weil ich da vorher schon mit an die Presse gegangen bin, weil ich relativ gut vernetzt bin in der Weseler Gesellschaft, in Anführungszeichen. Und ich stehe für Piratenideologie und mache trotzdem flache Arbeit, auch im Rat und im Kreistag. Also das kann man übereinbringen. Man muss nur wissen, was man wo bringt und wo man mit welcher Sache man vorgeht und wo nicht. Der zweite Punkt, ich kann bestätigen, dass man durchaus Bündnisse, Koalitionen oder Vereinbarungen eingehen kann, ohne sich dabei zu verkaufen. Ich bin Einzelpirat im Kreis Weser, also der einzige Pirat, ich sah als Solist und ohne jede irgendwie Unterstützung technischer Möglichkeiten und Bund. Habe nach der Wahl Kontakt aufgenommen, Kontakt aufzunehmen, versucht mit allen anderen Fraktionen im Kreis oder mit allen sich bildenden Fraktionen im Kreis. Habe Feedback bekommen von den Grünen, von den Linken, bin auch mit beiden in Gespräche gegangen, ob man denn eventuell auch Richtung gemeinsame Fraktion war, mit Überlegungspunkt, aber die waren jeweils zu groß, als dass das für die interessant wäre. Resultiert daraus ist, dass ich bei den Grünen im Kreis Wesel hospitiere, auch ganz offiziell und auch schön verkauft, Medialpresse und so weiter. Was den Vorteil hat, ist jetzt natürlich eine Fraktionssitzung. Außer in Ausnahmen, wo die ganz geheim und für sich sein wollen, da darf ich dann nicht dabei sein, aber in den allermeisten sitze ich. Ich kriege natürlich aus deren Apparat jede Menge Input, was auf den Fluren gesprochen wird mit. Und wir haben von Anfang an die Vereinbarung getroffen, da wo wir gemeinsam gehen können, gehen wir gemeinsam und auch verlässlich, auch das Wort ist da, spielt da eine ganz große Rolle. Und wo ich eben nicht mitgehen kann, da sage ich von vornherein, da bin ich mit. Da stehe ich nach meinem Lust und nach meinem persönlichen Empfinden. Das zieht insoweit dann Kreise, als dass jetzt mittlerweile durch diese Hospitanz bei den Grünen die CDU gerne auf mich zugekommen ist mit Sachfragen, wie sehen Sie das denn, wie würden Sie denn in der Sache und so weiter. Und da habe ich dann mitunter gesagt, da gehe ich mit oder eben nicht. Aber das immer jeweils, genauso wie ich es gesagt habe, auch dann durchgezogen bei den Abstimmungen. Führt dazu, dass ich mittlerweile immer häufiger angesprochen werde, mittlerweile auch sogar von der SPD. Und hat zur Folge, dass ich zwei Anträge als Einzelmitglied ohne jeden Background zwei Anträge durchgebracht habe. Ja, durch Unterstützung der Leute, die auch meine Unterstützung gerne haben wollen. So, und den dritten Punkt, den ich sagen wollte, habe ich mittlerweile vergessen. Melde ich mich vielleicht nochmal später, wenn es mir leid wird. Ich wollte auch deinen ersten Punkt wieder: Ideologie. Kommunalpolitik. Ein hehres Feld. Der Weg ist so schmal, eingeengt durch Vorgaben Bund, Land und so weiter und den Haushalt. Es geht oft nur noch mit Pragmatismus. Klar, verweigern, sprich, ich stimme nicht ab, ich ziehe meine Position, klare Sache. Aber es ist halt oft so, dass du wirklich nur über Tauschgeschäfte, dann doch noch irgendwelche Erfolge hast. Das hast du ja auch gesagt. Tauschgeschäft heißt, du kannst dich im Prinzip auf etwas einlassen, ohne Bauchweh zu kriegen und kriegst dafür von dem anderen die Gegenleistung. Das heißt nicht Verrat an der Ideologie, aber in dem schmalen Feld, das dir die Kommunalpolitik lässt, kommst du also im Prinzip nach. Erzielst du Erfolge, prägierst aber auch anderen zu Erfolgen. Das ist meiner Meinung nach kein Verrat an der Ideologie, aber das ist halt Pragmatismus. Und das ist auch im Prinzip das, was da vorne gesagt wird. Vielleicht ergänze ich ganz kurz was. Wie gesagt, das war ja vorhin auch Joachim Meres gesagt, Ideologie und Pragmatismus schließen sich überhaupt nicht aus. Es ist eben nur dann, und deswegen habe ich gerade das Beispiel jetzt von Linken oder ähnlichen Parteien genannt, wenn diese eben das so auf so eine Plattform stellen, dass sie gegen jegliche Kürzung oder gegen jegliche Hinterfragung von sozialen Thematiken sind, dann einen Haushalt komplett ablehnen, dann ist das für mich ein bisschen zu viel des Guten. Und das ist dann ein ideologischer Ansatz, um das konkret zu
bleiben. Ansonsten, wie gesagt, muss man seine Seele nicht verbiegen. Also wenn man Vorstellungen hat, aber es ist richtig, dass das Spannungsfeld zwischen Ideologie und Pragmatismus ist gerade auf der Kommunalebene sowas von weit auseinander. Das müssen wir in Einklang bringen. Wenn ich da dürfte, direkt darauf zu reagieren, weil das auch der schöne Punkt, der mir jetzt noch wieder eingefallen ist. Ich will danach aber wieder einsetzen. Ist eben vom Thema her schon angesprochen worden, Kindergartenbeiträge, Kindertagesstätten und so weiter. Genau, ganz aktuell. Natürlich haben wir, finde ich, mehr Beweiswesen, das Beispiel auch gehabt. Es sind neue Gesetze ergangen, die die Finanzierung anders darstellen mussten. Also wurde die Beitragssatzung besprochen, die sollte generell in allen Stufen irgendwie um so und so viel erhöht worden werden. Als Pirat, der sowieso sagt, Bildung muss kostenfrei sein, habe ich mich da natürlich eingebracht in die Vorgespräche und habe gesagt, ich weiß aufgrund der Haushaltssituation, ich habe dem Haushalt auch zugestimmt, ich habe den unterstützt in dem, kommt ja aus der Nummer jetzt vorläufig nicht raus, aber dann würde ich doch darum bitten, dass wir mal die Satzung etwas spreizen, dass wir einen etwas höheren Einstiegsstufe haben, also Geringverdiener bis 20.000 sollen dann eben bald was frei bleiben, statt bis 15.000, wie es bisher war. Oben drauf bitte noch eine Stufe, die werden noch ein bisschen mehr bezahlen darf, wo die Gutverdiener können auch sagen, dass die Schlechtverdiener. Und jetzt kommt aber der Hin zur Ideologie, mit dem ich dann immer noch Bildung beitragsfrei und so weiter. Und zwar für Piraten thematisiert gebracht haben. Ich habe nämlich ins Spiel gebracht, dass die systemübergreifende Beitragsbefreiung oder Beitragsteilbefreiung, sprich Programm, Grundschule, Kindergarten, dass die miteinander funktionieren muss, kreisweit. Es gibt Kommunen, die machen das, die sagen, wenn du ein Kind in der Grundschule hast und das zweite im Kindergarten, dann ist der Kindergartenbeitrag teilbefreit, ganz befreit, ist kommunal, ist je nach Kommune verschieden. Es gibt aber Kommunen, die machen da gar nichts. Jetzt hast du zwei Systeme, sozial, also SGB und Schulgesetz, damit Datenschutz ziemlich schwierig zusammenbringst. Und da habe ich es jetzt geschafft, dass der Kreis einsetzen wird in den Kommunen, die es noch nicht anbieten, weil sie eben keine eigene Sozialeinsicherung haben, dass die in Gespräche treten, sodass wir zum nächsten Kindergartenjahr genau dieses kreisweit anbieten können. Dass also auch die Kommunen, die keine systemübergreifende Elternzeitpass Reduzierung oder Freiheit anbieten, das nächstes Jahr tun werden. Und das steht jetzt als Piratenleistung in der Zeitung zum Beispiel. Also man kann auch hier die pragmatische Arbeit durchaus noch mit so einem Top verbinden. Also nicht nur sagen, ich habe meine Ideologie jetzt nicht verletzt, sondern ich kann die sogar noch darüber hinaus wegschieben, vorschlagen. Ich würde das auch gar nicht mal unbedingt, also mir gefällt diese Diskussion um Ideologie versus Pragmatismus gefällt mir gar nicht, weil das ist auch ein semantisches Problem. Wir können uns jetzt philosophisch über die Inhalte der Begrifflichkeit Ideologie unterhalten und für mich ist, und vorhin war ja auch die Frage diesbezüglich, die Frage, wo sind meine roten Linien? Ja. Nee, jetzt bin ich die ganze Zeit übergehen, aber gar nicht, möchte ich aber gerne etwas dazu sagen. Ich war auch nicht, ich habe meinen Wort und kurz abgegeben. Ja. Das ist wunderbar, die Referenten sind auch mal wir. Insofern entscheiden wir das einfach mal gnadenlos. Leider, weil du hattest das erwähnt vorhin mit dem Ding. Ja, dann gehen wir mal, ich meine, ja, genau richtig. Rote Linien sind da irgendwo wichtig mit diesen Elternbeitragssätzen, wie ich es gerade erklärt habe, dass ich der Erhöhung aus pragmatischen Gründen zugestimmt habe. Ich habe keine besseren Alternativen aufzeigen können und deswegen habe ich dem zugestimmt. Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Wenn es um die Diskussion geht, und es wurde auch gesagt, Tauschgeschäfte und, wenn die SPD jetzt sagen würde, wir möchten 1000 Videokameras in der Öffentlichkeit in Bielefeld installieren, aus Gründen, dann handle ich da auch nicht auf 500 runter oder sowas. Dann soll man mir für jeder Einzelne mal nachweisen, warum das wirklich notwendig ist. Vielleicht bin ich ja im Einzelfall zu überzeugen, kann ja sein, glaube ich nicht, aber möglich ist es. Also da würde ich nicht mal ansatzweise irgendwie handeln wollen. Deswegen, lasst uns aber von diesem Begriff der Ideologie vielleicht ein bisschen weggehen. Das sind so Grundlagen, die programmatisch irgendwo sind, dann daran halten wir uns auch. Ideologie, das ist eine philosophische Diskussion so ein bisschen. Jetzt habe ich aber ein bisschen den Überblick verloren, in welcher Reihenfolge wir sind tatsächlich. Entscheide du. Jetzt mache ich das mal, war erst schon sehr, sehr lange dran und dann sehe ich hinten den Bernhard und hinten Aachen kommen wir gleich auch nochmal zurück. Da war ich aber noch vorne. Also, ich mache das immer so bei uns im Klasse, weil viele das. 1, 2, 3, 4. Ist das okay? Ist diese Zahl. Wer möchte jetzt die 3 haben anstatt. Ist das okay? Machen wir jetzt einfach so kurz. Okay, dann merkt euch die Zahl. 1. Das war mein Glückwunsch an euch Bielefelder. Ihr habt das geschafft, was mein Wuppertaler einfach wert geblieben ist. Also, wir hatten versucht, dieses schon seit Ewigkeiten dieses Konglomerat aus CDU und SPD bei uns.
Piratenampel aufzubrechen oder dass die SPD dann letzter Minute umgefallen hat, dann doch wieder mit der CDU zusammengearbeitet. Deswegen war ich sehr froh, das zu lesen, dass ihr das hingekriegt habt. Aber ich bin jetzt bei den Grünen der Fraktion und das klappt sehr gut. Und die steigt auf einige Themen wirklich gut ein, die ich so reinbringe. Vom letzten Mal hier vor Ort auch perfekt drauf mit dem Freifunk. Es ist ein Antrag rausgeworden. CDU und SPD haben natürlich dafür gestimmt, aber sie wollten erstmal abwarten, was der Gabriel dazu sagt. Mit seinem komischen Ding da. Und ist auch ganz erstmal eine Ratsrunde geschoben worden. Also muss ich das Ganze nachher noch mal begründen, wie es aussieht. Aber auch das kriege ich hin, denke ich mal. Aber die Grünen gehen da voll drauf ein, was ich so an Themen bringe. Ich habe denen mal gesagt, dass da außen ein Taxi rumfährt im Wuppertal, wo also mindestens eins von der Videokamera so installiert ist, dass der Beifahrer die ganze Zeit gefilmt wird. Und da ist jetzt auch eine Anfrage daraus geworden. Also ich kriege meine Themen da irgendwie sehr gut mit rein. Also das gefällt mir, das wäre natürlich lieber gewesen, wir hätten da die GroKo wegbekommen, aber leider war mir das nicht mal vergeben. Ja. Es gibt keine direkten Fragen. Wir bleiben jetzt bei der Nummer 2. Was ist mit meinem? Dann bist du die Nummer 6 jetzt. Nein. Doch, bist du jetzt. Doch, bist du Nummer 5. Wollen wir jetzt Kindergarten aufmachen? Nummer 1. Ich bin aus Dortmund. Ja, bin nach Dortmund hingezogen von 3/4 Jahr. Bin seit 2 Jahren Pirat. Aus einem weißen Fleck, habe ich vorhin schon angesprochen, Hofe hier im Baum. Was mir auffällt, ich bin hier das zweite Mal zu dem Vernetzungstreffen. Ja? Von Leuten hören, was gemacht wird, wie es gemacht wird, was läuft, was nicht läuft, wie es geht, wie es nicht geht. Ja? Was ich jetzt hier auch oben schon gesehen habe, es kommen so tolle Ideen rein. Ja? Immer im Punkt auf 2017, wir müssen mehr machen. Aber wenn ich jetzt so höre, dass immer nur wieder die schwarze Erbse gesucht wird, ja? Um zu sehen, was falsch gemacht wird, anders, wie kannst du da ideologisch oder so rangehen, oder anstatt zu sehen, es wird da was richtig gemacht, ich kann da was mitnehmen, erstmal ausprobieren, drüber nachdenken und nicht immer nur alles zerfleischen, ja, was falsch ist. Ich meine, darauf sollten wir uns mal besinnen. Ja, wir wollen 2017 weiter was machen, weil es läuft ja toll. Ich wusste auch nicht, wo vom Plattenland kam, was Piraten überhaupt alles machen. Und wenn ich jetzt sehe, in diesen 3/4 Jahren Dortmund, was alles Tolles ist und was ihr mit Sicherheit in eurem Gegensatz auch macht. Lasst uns das zusammen machen und nicht immer nur diese schwarze Erbse, ich nenne sie einfach so, in den Grünen zu suchen, was jetzt falsch ist, sondern das mitnehmen, was andere gut machen. Das ist meine Meinung, lasst uns das machen und das ist auch, steht auch für Piraten. Ja? Weil nur gemeinsam kriegen wir es hin. Piraten könnten auch nur gemeinsam was machen. Bernhard? Dann Aachen. Dann Aachen. Ich weiß, wo kann jetzt nicht direkt rein. Mann! Bernhard. Ich weiß nicht. Bernd ist ja aus Bonn, der ist weg. So. Ich habe nur eine kurze Frage. Und zwar einmal, ist euer Koalitionsvertrag öffentlich irgendwo einsehbar? Selbstverständlich. Okay. Wunderbar. Ja. Ich und habt ihr auch eine NÖ-Teil? Ein was? Eine NÖ-Teil. Selbstverständlich haben wir den. Der ist aber sehr kurz, im Gegensatz zu dem, der im Land existiert. Okay. Wollte nur wissen. 2, die noch hier sollen. So, sorry, dass ich mich alle Namen merken kann. Ja, Frau. Also, ich habe das böse Gefühl, dass wir hier gerade total aneinander vorbeireden. Als ich vorhin ganz am Anfang euch aufgefordert hatte, was dazu zu sagen, zum Pragmatismus versus Ideologie, hat es einen ganz bestimmten Grund gehabt. Ich mache die Fraktionsgeschäftsführung, ich habe 2 Mitarbeiter. Wir haben 3 Ratsherren, 21 Gremien, wir sind seit 2009 im Rat. Wir wissen, was der Unterschied zwischen Ideologie und Realpolitik ist, weil wir das seit 6 Jahren machen. Und das saugut, so wie ich finde. Aber ich weiß auch, dass ihr genauso die Fraktionsgeschäftsführung bei euch macht. Und meine Hoffnung war eigentlich, dass ihr genau das seht, was ich auch bei uns sehe, dass es da gar keinen großen Widerspruch gibt. Was der Masch nämlich gerade gesagt hat. Wir sind alle zu den Piraten gekommen, weil wir eine bestimmte Ideologie haben. Aber wir können diese Ideologie auch zusammenführen, indem wir halt auch, wie du gerade richtig gesagt hast, Thomas, das, was in den Gesprächen läuft, in den internationalen Gesprächen, wir haben jede Woche mindestens 2, zu den ganzen Ausschüssen etc. pipapo, das muss alles kommuniziert werden. In einer Phase kommen wir nicht aus, deswegen haben wir auch diese 2 Tage, diese Kommunalpolitik plus Pipapo. Ich sehe uns da auch nicht so weit auseinander. Wir haben es geschafft im letzten Jahr, obwohl wir massig Streitereien hatten, uns wieder zusammenzuraufen und sogar unsere Basis zu vergrößern und nicht zu verkleinern.
wir haben mehr sachkundige Bürger dazu bekommen und das geht halt nur über Kommunikation, indem man sich die Zeit nimmt, miteinander zu reden und auch miteinander zu streiten und halt nicht, sobald man etwas hört, was einen auf die Palme bringt, genau auf dieses Wort aufspringt und gleich anfängt auszurasten, sondern wirklich mal cool bleiben, überlegen, hey, wir sind die Guten, wir wollen zusammen was erreichen, wir haben gemeinsame Ziele, wie können wir das am besten angehen? Und da ist es völlig egal, wo wir gerade zusammen herkommen. Das, was wir gemeinsam haben, ist, dass wir Piraten haben und da, wo wir hin möchten. Das wollte ich eigentlich damit gesagt haben und darauf wollte ich hinaus. Danke. Dann der Reinhard. Ja, ich wollte auf den Taxi eingehen. Also ich möchte nicht gefilmt werden, wenn ich mit dem Taxi durch die Gegend fahre. Punkt, Ende der Durchsage. Okay. Lass mal, so steht. Ja, Umschlag, also mein Freund aus Aachen hat mir das schon die Worte von der Zunge genommen zum Thema 1. Thema 2, diese Reinigung, die wir jetzt im Prinzip innerhalb der letzten 2 Jahre hatten in der Partei, war heilsam. Aber wie schaffen wir, dass wir jetzt irgendwo attraktiv werden, dass wieder wir mehr Manpower bringen? Mehr Manpower bringt etwas, entlastet uns und schafft Freiraum, im Prinzip, um einfach mehr in die Tiefe und einfach fundierter kreativ zu sein. Also, wir sitzen ja hier als erfolgreiche Piraten, wie man das definieren mag. Aber aus unserer Sicht ist es erfolgreich. Ihr könnt ja euch ein eigenes Bild darüber holen. Aber das ist ein wichtiger Grund. Man muss, wie gesagt, wir drehen uns ja nicht um uns selbst. Ja. Jedenfalls haben wir vielleicht einmal angefangen. Aber wir wollen ja was für Menschen machen, für andere Menschen, die nicht unbedingt unser Parteibuch haben. Für die wir eine Verantwortung bekommen haben. Das sind ja etliche Tausende. Unter Umständen, die ein Kreuzchen gemacht haben. Ich nehme das sehr ernst. Und deswegen ist das wichtig. Und deswegen habe ich gerade nicht umsonst, auch wenn das ein bisschen plakativ ist, auch wenn das ein bisschen populistisch ist, das mag sein. Aber ich habe gerade ja nicht umsonst diese Zeitungsartikel gezeigt. Das ist das, wir müssen auch über auch Gutes reden. Das heißt, es muss ankommen, es muss gezeigt werden, aha, die sitzen da, die tun auch ein bisschen irgendwas dafür. Und wenn es vielleicht nur nicht so viele lesen, wie wir es gerne hätten, wir würden es gerne noch mehr haben, wir würden gerne jeden Tag in der Zeitung erscheinen, wir würden gerne jeden Tag beim WDR oder sonst was sein. Aber das ist kommunale Arbeit, das brauche ich euch nicht erzählen, ist knallharte Arbeit. Und das kommt, und das ist eine Verknüpfung zwischen richtig viel quantitative Arbeit und qualitative Arbeit. Da kommt man auch noch mal da an, dass es der Bürger erkennt. Das ist der erste Weg. Und der zweite Weg, der mindestens genauso wichtig ist, und deswegen habe ich nicht umsonst gerade die Säule mit dem Kreisverband aufgebaut. Der Kreisverband ist jedenfalls in unserer, der hat sich neu besetzt, weil ich auch als Vorsitzender, das ging nicht, die Arbeit als Ratsmitglied zeitgleich noch als Vorsitzender in Köln zu arbeiten. Es ist extrem wichtig, dass dieser Kreisverband dieses Jahr ständig auf Infostände rausgeht. Ich rede jetzt nur von Köln. Dass wir ständig mit versuchen, und wenn es nur ein paar wenige Mitglieder sind, Präsenz zeigen. Wir waren jetzt auf dem Tag des guten Lebens, das ist ein autofreier Tag in der Sülzer Innenstadt, und da haben wir einen Infostand gemacht, ging zum ÖPNV-Thematik, ist klar, aber nichtsdestotrotz, aber da erkennen uns die Leute, da sehen uns die Leute, da kriegen wir auch den einen oder anderen zu unserem AK gezogen, vielleicht arbeitet auch einer mit, vielleicht kriegen wir sogar mal wieder ein Mitglied. Nur so geht das. Das ist also eine enge Zusammenarbeit mit dem Kreisverband und mit der Partei. Das ist extrem wichtig an der Stelle, sonst brauchen wir das nicht machen. Eine Reihenfolge müssen wir jetzt wieder haben. Hatten wir noch eine Nummer offen? Mach du mal eine Reihenfolge offen. Genau, du hattest dich noch gar nicht gemeldet in unserer Runde, deswegen würde ich da die 1 geben. 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dann ja. Ist ihr merkt euch das, ne? Also mein Punkt ist sowieso nur ganz kurz, weil eben gefragt wurde, was wir machen können. Und das ist halt heute so das erste Mal, dass ich hier bin. Und was mir jetzt gerade aufgefallen ist, dass wir gerade ungefähr eine halbe Stunde über irgendwas diskutiert haben, wo wir alle dieselbe Meinung zu haben. Also jeder hat dieselbe Ideologie, jeder denkt ungefähr. Okay, also es ist doch klar, dass jeder in diesem Raum ungefähr die Ideologie von den Piraten vertritt. Es ist klar, dass man das nicht komplett durchziehen kann, sondern wie zum Beispiel gesagt, wenn, sagen wir mal, irgendwo Kameras aufgestellt werden oder so, dass da gefragt werden wird, ja, warum wird das gemacht, hat es irgendeinen guten Grund oder wie auch immer. Und irgendwie wurde jetzt eine halbe Stunde darüber sinnlos diskutiert, obwohl das
Das ist tatsächlich so eine Spezialität von Piraten. Deswegen habe ich mich tatsächlich aus der Landesebene auch ziemlich zurückgezogen, weil ich bin, ja, es ist so, weil ich genau das mal wieder erlebt habe. Diese Landesparteitage, die gingen mir auf den Sack, diese Laberei. Ich habe tatsächlich den Ansatz, machen statt labern. Oder, sagen wir ganz einfach mal intellektuell handelt steht so, dass deine Maxime als allgemeingültiges Gesetz formuliert werden könnte. Immanuel Kant. Und dazu gehört nämlich nicht so eine Laberei. Das ist so. Ich will mich nicht über Ideologie-Semantik unterhalten. Ich will mich über das unterhalten, was möglich ist. Das haben wir versucht, dir zu bringen. Ihr habt gemerkt, dass wir in der Diskussion, sowohl Thomas als auch ich, relativ ruhig geworden sind. Das ist ja schön. Wollt ihr aber etwas davon hören, wo jetzt einfach der Ansatz ist, dass etwas offensichtlich erfolgreich funktioniert? Oder wollt ihr im Prinzip eine Selbsthilfegruppe irgendwie aufbilden? Das ist so der Punkt. Das haben wir ganz oft. Das muss man so sehen. Und du hast vollkommen recht. Wir haben grundsätzlich schon dieselbe Idee. Wir kennen alle das Programm. Wir haben Abstufungen. Der eine so. Der eine ist gegen rechts. Der andere ist nicht links, nicht rechts, sondern vorne. Und. Das haben wir hier alles in der Partei. Ja, das wirst du dann, wenn du noch nicht so lange dabei bist, wirst du dann auch noch merken. Aber grundsätzlich hast du recht. Ich würde mich auch freuen, sich darauf zu konzentrieren. Aber dafür ist jeder Einzelne verantwortlich. Jeder Einzelne für sich. Jeder muss bei sich anfangen, dann ins Große. So sieht's aus. Die Nummer zwei. Lange Rede, kurzer Sinn. Also ich denke mal, wir sind ja grundsätzlich wenig Leute in der Partei, das muss man einfach klar sagen. Wir sind ziemlich klein geschrumpft und deswegen braucht man jeden Mann. Und diese Leute müssen aber auch wissen, wovon sie reden. Und deshalb denke ich mal, da wir notorisch im Wahlkampf sind, nicht nur wenn Wahlkampf ist, sollte man die Leute vorher ein bisschen schulen. Die Leute, die Erfahrung haben, ihre Erfahrung in Schulungen weitergeben. Klar. Das wird ja auch. Was wir im Bundestagswahlkampf hatten, war, dass Schulungen angeboten wurden, nur leider kamen die vom Zeitpunkt her schon viel zu spät. Da muss jetzt mit angefangen werden und nicht erst in einem Jahr oder so, damit die Leute einen Vorlauf haben und dann auch im Zweifelsfall ein bisschen praktisch üben können. Lösung, organisier's. Machen. Ja, mach. Nummer 3. Also, ja, genau. So, dann müssen wir uns jetzt mit den Problemlösungen beschäftigen. Problem ist ja häufig auch, dass einige Kommunalpiraten wirklich dann fast auf verlorenen Posten alleine stehen. Also, das sind wirklich Einzelkämpfer, fast schon, die noch nicht einmal wirklich da 10, 12 Leute oder 3 wenigstens im Hintergrund haben, die ihnen helfen. Damit die überhaupt irgendwie was geregelt bekommen, neben ihrer Ratsarbeit dann auch immer im Privatleben, wäre es natürlich, glaube ich, sinnvoll, wenn wir tatsächlich dann uns organisieren, irgendwie dann thematisch ein Thema vielleicht aushalten, das vielleicht gerade im Landtag ist, kommunal auch überall generell einsatzbar wäre, dann dieses Thema dann aufbereiten mit Informationen, sodass selbst Leute, wir haben es ja gerade erwähnt, die in dem Thema nicht Firmen sind oder Firmen sein können, weil sie halt alleine sind, trotzdem was dazu sagen können, weil es halt auf eine breite Masse dann vorbereitet worden ist. Wäre es vielleicht sinnvoll, dann irgendwie sowas dann zu organisieren, das wollte ich jetzt mal so ins Plenum stellen, sondern wirklich dann sagen, okay, jetzt ist Thema Kita jetzt leider vorbei, aber wenn sowas wieder aufploppt, wir machen jetzt so einen Tag und dann geben wir wirklich Pressemitteilungen, Informationen raus zu diesem einen Thema, damit selbst der kleinste Ratsherr noch was in die Medien damit reinbringen kann, dann auf seiner Ebene. Vielleicht nicht so sehr unsere Struktur eingehen, die die meisten ja eh schon kennen, Bipo, Kommunales, NRW und Mailinglisten und sowas. Aber das sollten wir in jedem Fall spielen, dann Vorschläge an der Stelle und vielleicht auch die Pico an der Stelle ein bisschen mehr Druck machen, ja. Dass sie, zwar sind solche Veranstaltungen wie hier oder ähnliche, haben die auch gemacht und das machen sie auch gut, aber wir, die Mandatsträger sind, aber auch als die kommunal interessiert sind, müssen auch auf unsere Strukturen Druck machen und sagen, da erwarten wir mehr, bitte, ja, da müssen wir mehr mit einer Sprache sprechen und uns nicht bespielen lassen, sondern auch selber aktiv werden. Wenn das die Richtung ist, du denkst, kann ich dir nur sagen, ja, ich habe jetzt auch keine Patentidee, wie wir das hier unsere Strukturen gleich verbessern, aber Druck machen auf unsere bestehenden Strukturen, da sitzt ja der Wolf, der ist ja aus dem Vorstand von der PICO, der hört es mit Sicherheit gerne, der erwartet es auch, dass da mehr Input an der Stelle kommt. Der wird es aufnehmen. Bitte? Wir fragen gelegentlich mal nach. Ja, ja. Redner Nummer 6 wird dann zugleich noch ausführen. Genau, die Redner Nummer 4 haben wir jetzt hier. Ich finde das gut, was ihr macht. Grundsätzlich bei Kommunalpolitik denke ich, tue Gutes und rede darüber.
das mit ihm darüber reden. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr viele von den Dingen, die ihr alle tut, auch ab und zu mal an die Landespresse schickt. Also an, es gibt ja bei der Piratenpartei eine NRW-Website, es gibt eine ÖA, die Pressemitteilungen schreibt, die Blogbeiträge schreibt. Wenn ihr Dinge tut, die eine NRW-Relevanz haben, dann sendet uns die, wir werden dazu was machen. Wenn ihr sagt, Themen, die im Schwange sind oder wie das hier gerade angesprochen wurde, was ist ein Thema, was man bearbeiten kann, auch das könnt ihr uns gerne vorschlagen. Wir können euch eine Art Rumpf-PM oder so etwas vorbereiten und ihr könnt das für eure eigenen Kreise mit den eigenen Zitaten dann im Prinzip verbreiten. All diese Dinge kann man machen, nur wir müssen wissen, was ihr tut, ihr müsst uns das schon irgendwie zur Kenntnis bringen. Wird sich wahrscheinlich auch einspielen, aber das ist tatsächlich eine Frage von Arbeitsbelastung. Das ist eine Überlastung, sich da auch noch in die Landesebene reinzudenken, kann ich nur von meiner Seite sagen, ist es wirklich schwierig, die Zeit dafür auch noch aufzuwenden. Also, aber natürlich finde ich, hast du recht, ja, trifft jeden einzelnen Kreis, meine persönliche Meinung dazu. Nummer 5. Also wir haben, danke euch für euren schönen Vortrag. Danke auch für die Ideen. Was können wir machen, um besser zu werden? Den Arsch zusammenkneifen und rausgehen und machen. Das ist eine gute Sache. Was können wir machen in der Kommunikation? Mal aus 10 Kommunikationswegen einen machen. Wiki, Facebook, Twitter, ich weiß nicht, was noch alles. Und überall wird hier was gepostet, da was gepostet, die nächste Medienliste, der nächste Synforum. Und da haben wir wieder ein Synforum. Da spinnst du ja quasi. Und wenn du dann als Neuling zu uns kommst, der sagt dir, Jochen, ich verstehe das nicht, ihr seid bekloppt. Und ich muss sagen, der hat recht. Wir sollten uns auf eins konzentrieren. Und das vernünftig machen, auch von der Presseseite, und dann ist das super. Und wenn man von der Presse nach 5 Tagen, nach dem aktuellen Anlass, erst eine Pressemitteilung rausgeben, dann ist das zu spät. Dann muss direkt am nächsten Morgen in der Presse sein, damit alle wissen, die Piraten haben das so done. Und wenn du da hinten sagst, ich bin alleine auf weiter Flur, das bin ich, sind wir in Neukirchen und die Fraktion besteht FDP und Piraten, 3 Piraten. Meine eine als Ratsherr, 2 sachkundige Bürger, das war. Das entspricht ungefähr der Größe des Stammtisches. Der Kreisverband ist schon ein bisschen größer, Kreis Wesel, nicht wahr? Aber alles weit verstreut. Der größte Kreis. Flächenkreis in Nordrhein-Westfalen hat so schon seine Schwierigkeiten der Zusammenkunftsfindungen. Der Austausch über Mumble, der funktioniert so einigermaßen, eventuell noch. Es ist aber immer schwierig, Termine untereinander abzustimmen. Der eine kann dann nicht, dann ist eine Ausschusssitzung. Der nächste kann dann nicht, dann ist eine Fraktionssitzung. Der nächste kann dann nicht, dann ist die Landesvorstandssitzung. Und die Problematik haben wir alle. Ja, nur davon lässt sich kein Pirat entmutigen. Wir packen uns irgendwo dran, ziehen uns hoch und sei es am kleinsten Thema, was piratiger Natur ist und machen, machen, machen. Und wenn einer sagt, was habt ihr erreicht? Dann können wir alle auf unsere Landtage verweisen, wir können auf unsere eigene Arbeit in den Kommunen verweisen. Und das ist das schönste Geschenk, was wir uns überhaupt selber machen konnten. Das ist so. Nochmal ganz kurz auch eine Anmerkung, weil wenn wir gefragt werden, was machen die Piraten im Landtag überhaupt und einfach mal die Gegenfrage stellen, ja, was macht denn die FDP, was macht denn die CDU im Landtag, darauf wird nämlich keiner eine Antwort haben. Das ist nur eine Frage von allgemeiner, subjektiver Wahrnehmung, die da irgendwo ist. Aber konkret, selbst was die SPD konkret macht, wird keiner beantworten können. Da gibt es dann diese Kampagne mit Megabit, aber konkret, ansonsten weiß keine Sau. Das ja, eins habe ich noch vergessen. Also wenn wir dann es tatsächlich schaffen, in allen Verbänden, Bezirksverbänden, Landesverbänden unsere Finanzen auf der Reihe zu kriegen und das Geld überall dahin zu tun, wo es hingehört, dann wären wir auch noch ein bisschen weiter. Da könnte man nämlich arbeiten. Vielleicht ein kleiner Hinweis, wir haben jetzt gleich 20 nach und ich glaube, in 10 Minuten fängt der nächste Slot an. Oder aber trotzdem, wir müssen so ein bisschen, glaube ich, jetzt den Abschluss finden, wenn es noch Redebeiträge gibt. Wir haben Nummer 6 und Nummer 7 und dann, okay. Wenn nicht was ganz Dramatisches ist. Ja.
zu machen. Ja, ich versuche es kurz zu machen. Ich kann jetzt auf zwei, drei Vorredner in der letzten Rederunde eingehen. Wir haben heute Morgen einen Slot gehabt in Raum 404, der sich beschäftigt hat mit so etwas wie Begrüßungspaket, Informationssammlung, so ein bisschen Buch bis Buch in der Piratenpartei. Das hat der Dennis, Beisitzer im Landesvorstand, mit der Meier gemeinsam entwickelt und vorgetragen. Dazu haben wir über die Idee und das System Regionalpiraten gesprochen. Das sind genau zwei Aspekte, die das bedienen, was hier angesprochen wurde. Ein Tool, zentrale Know-how-Datenbank, die verschlagwortet recherchierbar ist für interne wie externe Recherche. Der Informationskanal zwischen allen handelnden Akteuren in der Partei, sei es sehr aktive Piraten, sei es aber auch gar nicht so in Erscheinung tretende Piraten, zu lange noch. Der Informationskanal in alle Richtungen soll damit auf die Füße gestellt werden. Die Idealvorstellung ist natürlich so ein Mesh, Any to Any, jeder kommuniziert mit jedem. Das heißt nicht, jeder muss alles lesen, aber jeder soll eine einfache Möglichkeit haben, alle Informationen schnell, wie Jochen schon gesagt hat, und einfach zu finden. Und dazwischen soll es also Verknüpfungspunkte geben, so synapsenmäßig, so sogenannte Koordinatoren, die das Ganze rauf und runter, hin und her, kreuz und quer vermitteln. Wir sind also, was die Fragestellungen anbetrifft, am Anfang eines Weges, den wir hoffentlich in diesem Jahr auch noch irgendwie nutzbar machen werden. Gebt uns bitte die Zeit, uns allen hier in NRW, uns von Seiten des Vorstandes. Wir haben da jetzt vielleicht ein halbes Jahr zu spät mit angefangen. Also angefangen haben wir natürlich schon vor mehr als einem halben Jahr, aber wir kommen jetzt mit ergebnisorientierten Sachen erst jetzt raus. Ihr wisst alle, was im Landesvorstand in den letzten Monaten gegangen oder nicht gegangen ist. Im Moment läuft es sehr ruhig und sehr konstruktiv, sehr produktiv. Und ich hoffe, dass wir jetzt also auch, wir haben jetzt Juni, dass wir zum Herbst hin erste Ergebnisse zeigen können, die für alle nutzbar und gewinnbringend sind, damit wir die Piratenarbeit, Leistungen, Tätigkeiten und so weiter nach innen, zur Aktivierung der vielleicht im Moment schlafenden Piraten, aber vor allen Dingen nach außen transportiert bekommen. Ja. Ich ziehe das zurück. Ich wollte nämlich auf das Wort heute Morgen hinweisen. Nächster. Nachfrage. Du hast ja diesen Antrag für diese App geschrieben für Flüchtlinge. Ja? Ja. Könntest du mir den mal eventuell einen Link schicken oder den Antrag selber, sodass wir den für Duisburg verwenden können? Ja, ich empfehle übrigens, das machen glaube ich die Bielefelder auch und viele andere auch, Anfragen und Anträge auf die Homepage der Seite oder der eigenen Seite draufzustellen. Das gehört glaube ich auch um den ausgelutschten Begriff der Transparenz mal kurz zu zitieren, aber das gehört dazu, dass man auch zeigt mal auch innerhalb der Partei, was macht man denn? Also guck einfach bei uns piratenpartei-köln.de, da steht wie Piraten im Rat und da findest du einen Slot Anfragen und Anträge, das ist alles aufgelöst, inklusive unserer Anfragen, Anträge auf die Flüchtlings-App, als auch die Beantwortung der Stadtverwaltung. Danke. Und das ist viel besser, als wenn ich das einzeln schicke. Dann siehst du auch die anderen Sachen. Ja, oder so, ist doch gut. Okay. Genau, da kommen wir auch vielleicht tatsächlich zum Schluss. Ich denke, wenn da noch irgendwie konkrete Fragen sind, sowohl Thomas als auch für mich kann ich natürlich da immer ansprechbar. Kontaktdaten findet ihr ganz leicht via Google oder Suchmaschine eurer Wahl. Nicht das Ding bei uns. Ja, wir haben derzeit noch eine Wiki-Seite für unsere Ratsgruppe. Wir sind dabei, die Homepage noch einzurichten, aber auf der Wiki-Seite sind auch alle Anträge, Anfragen etc. verlinkt. Kann man also gucken, ja, und wie gesagt, Kontaktdaten sowieso, ja, auch eigener Blog, Twitter und so weiter. Ja, und euch beiden vielen Fans. Dank. Aber gerne. Ja. Danke euch. Was gemacht?